Ja, Welt, seid mir gegrüßt, hervorragend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch glanzvoll. Ihr habt was Nettes zum Snacken am Start und jetzt wird wild gebaut. Das ist der große Plan. Ich sehe schon, den Ehrenlord und den Ehrentoni sind schon alle da. Meine Lieblingsmods, kuschelt sie alle ganz kräftig. Dafür haben wir doch die Emotes für alle Kanalmitglieder. Haut raus, muss sein, ist ganz wichtig. Thomas ist auch da. Guten Abend, lieber Held. Ja, ich grüße auch dich. Tim, 7. Monat, es ist wundervoll, Dinge tun. Im 8. Monat dann. Genau so ist es. Ich habe hier astrein ein Kistchen hier am Start. Captain America Schild. Das ziehen wir uns rein. Ich dachte mir, das hat zwar über 3000 Teile, aber das sieht jetzt nicht so aus, als müsste ich wahnsinnig viel dabei nachdenken. Also habe ich mir gedacht, kann ich bauen und mich dabei gut unterhalten. Witzig wird's, wenn ich mich, weil ich dann rede, verbaue und das dann 36 Mal falsch mache. Ah, ich sag's euch, ich sehe mich jetzt schon. Und ich habe gedacht, wie beim Eiffelturm, wenn es besonders hart wird, nehme ich euch mit, dann bleibt bei mir ein bisschen Lebenswille noch übrig. Weißt du? Ja, so ist das. Wir ziehen einfach mal rein. Schild von Captain America ist eigentlich glatt. Ja, das ist jetzt, das musst du so sehen. Man dreht sich immer, wie man es gerade braucht. Lego wird immer noppenloser, aber hier sagt man, die Noppen sind okay, weil es ist doch Lego. Das ist die Logik dahinter, musst du einfach verstehen. Und dann ist es kein Problem. Söchen, wir gucken da mal. Heute nur Good Vibes. Genau so ist es. Das machen wir. Ein spannendes Set. Ein wenig monoton. Möglich? Wir schauen mal. Dafür habe ich euch doch da. Dann unterhalten wir uns einfach. Das ist doch kein Problem. Sekunde, mache ich das hier richtig auf? So machen wir das. Die Ehrenviper hat Steff und mir einen Schluck Baileys spendiert. Steff ist jetzt heute nicht da. Wir haben ja am Sonntag zusammengebaut. Deswegen den Taler weggeschmissen. Deswegen habe ich mir den jetzt einfach so gegönnt. Ehrenviper auf dich. Und es ist ein Fest. Cheers. Monoton ist eigentlich gut, Toni, gell? Mhm, eigentlich schon. So, wir gucken auf jeden Fall mal, was das Ding kann. Ich meine, ich glaube, die Bautechnik wird uns nicht überraschen. Wir sehen es. Ich weiß nicht genau, warum hier Captain America draufsteht, auf dieser kleinen Plakette hier unten. Denn es geht ja um den Schild von Captain America und nicht um Captain America. Das verstehe ich nicht, aber ist egal. Das erforschen wir alles gleich. Sleepy Elk, 12. Monat. Nabend, Held und Chat, grüße dich. Und es kann gar nicht schief gehen. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse, genau. Das ist die Metalltasse. Seht ihr bei Gadgets. Geht auf eigene Fotoartikel erstellen. Da könnt ihr Abenteuer erleben. Ist nicht teurer. Ich finde, es klingt nach teurer. Es ist nicht teurer. Geht auf eigene Fotoartikel erstellen mit dem Logo, was euch am besten gefällt. Und dann könnt ihr Dinge machen. So. Also, ja, es ist so eine Sache. Passt auf, ich werde es gleich sagen. Ich bin ja selbst so ein Oberlehrer. Wir haben bestimmt auch Oberlehrer heute dabei. Grüßt euch, ich habe euch sehr lieb. Ich werde mit Sicherheit heute Abend irgendwann mal das Schild sagen. Weil es einfach passiert. Es heißt der Schild. Sind wir uns einig? Wollen wir es gleich klären? Es heißt der Schild. Wenn ich zwischendurch mal das Schild sage, weil ich das Schild ist doch mal Schrott oder sowas schnell mal hinhaue, dann ist es so. Wir wissen alle, das Klingelschild, das Nummernschild, das Namensschild, das Verkehrsschild ist das Schild und die Schilder. Das Verteidigungskampfschild ist der Verteidigungskampfschild ist der. Und der Plural ist der die Schilde, die man hat. Der Schild, die Schilde, das Schild, die Schilder. So, und ich werde es zwischendurch noch 500 Mal falsch machen. Es ist mir egal, wir haben drüber gesprochen. Wer später, der soll zurückspulen und sich das angucken. Aber es ist die Schildkröte. Und da läuft was falsch. Und da ist es der Schildkröte. Bin ich auch der Meinung. Das geht so nicht. Ja, weiß Bescheid. Ne? Jascha, 15. Monat, Beste. Genau, ihr werdet zählen und ihr müsst auf jeden Fall die ganze Zeit sagen, falsch, falsch, das ist mir ganz wichtig, der Gerät, genau, es ist am Ende der Gerät und dann kann überhaupt nichts schief gehen. Also, so machen wir das.
Wir kriegen hin. Wir kriegen es hin. Und das Gute ist, ich kann auch immer sagen, ein Schild. Weil ob es der Schild ist oder das Schild, es ist ein Schild. Und dies ist ein... Halt, scheiße. Wenn ich aber dann ein Adjektiv dazu setze, geht es schief. Wenn ich sage, dies ist ein schönes Schild, ist es wieder falsch. Dies ist ein schöner Schild. Alles Mist. Also, fangen wir an, oder? Das ist es. Designfreie Box, wie immer die Abenteuerrückseite. Jetzt wollte ich mich fürchten. Also einfach halt quasi. Wir können drüber reden, sofort gleich am Anfang. Gleich am Anfang, schon geklärt. Warum ist das weiß? Ich weiß es nicht. Halt, ich weiß es, weil sie sparen wollten. Das ist nicht weiß. Das ist Flat Silver im besten Fall. Vielleicht sogar noch ein bisschen silbriger silbern. Das ist die falsche Farbe. Und wisst ihr, was besonders bitter ist? Das sind nur drei Teile, um die es hier geht. Also wenn man drei Teile anders eingefärbt hätte, sähe es besser aus. Aber haben sie nicht gemacht. Verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt. Ja. Was soll man machen? Es sind drei Teile. Das sind 2x6 Wedge Plates und das ist eine 4x6 Plate. Sie hätten drei Teile einfärben müssen, um das ganze Ding glänzend zu machen. Und der Hokuspokus hier in der Mitte, der ist eh kein Problem. Einige von den Teilen gibt es schon in Flat Silver oder Metallic Silver. Und diese komischen Gummidinger haben sie jetzt eh hierfür also das gibt es in 5 Sets, ganz ehrlich. Ja. Aber egal. Also, so, machen wir es mal auf. Das Ding, 3200 Teile, 210 Euro Liste. Wer das zahlt, ist bescheuert. Das Ding wird es easy für unter 150 im Markt geben. Also, falls euch das Ding richtig rattenscharf gut gefällt, wartet. Und es ist im freien Handel. Das heißt, ich könnte es auch bei mir im Laden haben. Und jetzt haltet euch alle an den Händen, werde ich aber nicht. Das Set hat wesentlich zu wenig Nachfrage generiert. Ich denke, es ist einfach nicht sehr gut angekommen, so im Markt grundsätzlich. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass, ich glaube, ich habe am 3. oder 4. August geschaut, da war das Ding schon unter 180. Und dann sage ich mir, okay, gut, also wenn das so verdroschen wird, das Ding, brauche ich dann nicht noch dazwischen gehen mit meinem kleinen Laden. Ja, das lassen wir weg. Ja, richtig. So, einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Es ist ein Träumchen. Das ist einfach nur eine Unterteilung, glaube ich. Ich kruschel mal ein bisschen, gell? Ich kruschel mal ein bisschen. Ich muss mich ja orientieren. Okay, Tüte 13, 24, 17. Tüte 1. Okay, das scheint eher kunterbunt gemischt zu sein, das gesamte Konzept. Ich kipp's mal kurz aus. Obacht, warte. So. 24. Das ist sehr schwarz, das Ding. Das sieht nach Sockel am Ende aus. 5. 23. Okay. 20. 16. 8. 22. Es ist. Hier ist noch die 4. Es hat kein System hier. Das ist irgendwie zu mir jetzt gekommen. Okay. Wir kriegen es sortiert, machen wir uns doch gar nichts vor. Ist überhaupt kein Problem. Also 24, 23, 22. Hier ist die 20. 16, 17. Das ist 13, 12, 13, 14. Und die 10. Und hier sind noch ein paar kleine, da gucken wir auch noch rein, oder? Machen wir. Jetzt können wir vornherein auch mal sagen, wir sind bei einem Lizenzthema von Disney. Wir haben über 3000 Teile. Wir haben eine Figur. Wir sind bei 210 Euro. Es sind keine kleinen Teile. Es sind sogar eher große Teile. Es sind keine Pins und kleine Achsen und so ein Schabernack dabei. Machen wir es kurz. Die Preisgestaltung ist wie immer wahllos und gewürfelt. Das Ding hätte auch 400 Euro kosten können. Es ist die Preisspanne, dass man versucht, Lego-Sets preislich zu argumentieren, ist für die Füße.
Wäre das hier die Basis, dass wir sagen, hieran orientieren wir uns, dann wäre das der Knüller. Das Einzige, was man hierbei erwähnen müsste, ist, dass nur eine Figur dabei ist. Und zwar in Captain America, den es schon ein paar Mal gab. Also ist nicht mal eine exklusive Figur dabei oder so. Das heißt, ich nehme an, das ist auch ein Grund, warum es bei den Sammlern durchgefallen ist, das Set. Weil keine exklusive Minifigur dabei ist. Das hier übrigens ist die Anleitung. Inklusive einer dicken Pappe. Das sagt euch was über die Redundanz in diesem Set. Es ist die Redundanz. Es ist. Wir machen immer oft das Gleiche. So. Und das sind geile Tüten. Ganz neuer Zusammenhang für den Satz. So. Oh, Tüte 25, alles klar. Da geht es noch eins weiter. Tüte 25. Tüte 18. Kann hier dazwischen. 15, die kommt hier dazwischen. Jetzt brauche ich die 11. Die 11, 21, sehr gut. Jetzt brauche ich noch die 19 und die 11, dann bin ich 11, sehr gut. Da ist die 10. 19, also. Jetzt haben wir hier doch schon mal eine Grundordnung geschaffen. Das ist die 9, die 8, die 7, die 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Also, es kann doch überhaupt nichts schiefgehen. Und ich habe mein Partypack dabei. Grüß dich, Thomas. Salted Caramel. Ich muss sagen, geht einigermaßen ab. Vor allem, weil da eine Nuss drin ist. Und dann drumherum halt nochmal das Karamellgerümpel. Das Grausamkeit gegen Mensch und Tier. Weil der erste Instinkt ist, alles auf einmal zu essen. Ich sag's euch. Finger weg davon. Süchen. Repetitiv das Set. Repetitiv, danke dir. So ist es, so ist es, so ist es. Ach, ein Zahn abbrechen. Zahnschmarrn. Es geht um die größere Sache und zwar die ganze Tüte zu essen. Da kann man auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen. Also das mit dem hier übrigens Galoppel, Galoppel. Ich meine, meine Beute von der letzten Ladenöffnung. Ich meine, hallo? Müssen wir da noch weiter drüber reden? Wie geil ist das denn? Sogar mit leicht biegbaren Glitzerflügeln. Ich bin sehr begeistert. Ehrenmirko hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr nett. Danke, danke. Süchen, Ehrenmirko, so ist es. Und Monique ist im 5. Monat schon so lange. Die Zeit verfliegt hier bei uns. Es ist doch einfach der absolute Knaller. Jetzt lass doch mal kurz gucken. Wir wollen bauen. Wo ist denn hier meine. Da! Das ist unsere Anleitung. Und das ist doch ein schönes, stumpfes Set zum Bauen während eines Streams, finde ich auch. Kann ich mich noch ein bisschen unterhalten, brauche ich mir keinen Stress machen. Das ist doch sehr, sehr schön. Wir machen Dinge. Monique gönnt auch nochmal 10 Mitgliedschaften. Das ist sehr, sehr lieb. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich hoffe, alle, vor allem die eine geschenkt bekommen, haben sehr viel Spaß damit und benutzen das für ganz viele Emotes die ganze Zeit. Und ihr seid natürlich auch beim nächsten Livestream im Laden dann im Chat mit dabei. Und André auch noch, Ehren André, auch nochmal 5 Mitgliedschaften. Ihr seid in Gönnerlaune, ich merke es genau. Ganz, ganz lieb. Vielen Dank. Kuschelt mal wild, wild los. Wir haben natürlich Building Outside the Grid. Ja, genau. Explore the Capabilities of the Lego System. Ja.
Das sieht nach einem komplexen Set aus. Also, wenn ich mal denke, was kann Lego alles, denke ich mir, boah, Wedgeplates aneinander setzen. Das ist fortgeschrittene Bautechnik. Ach du Scheiße. Gut. Okay, I'm Captain America, alles Klärchen. Okay, 24, 25, okay, das ergibt auch alles Sinn. 35 Mal und einmal und eins. Ja, okay. Das kriegen wir auch in Florian, 6. Monat. Guten Abend und Grüße aus dem Wohnmobil. Ja, auf jeden Fall, seid zurückgegrüßt. Gut, das wird Matthias auch. Willkommen in der Kuschel-Community. Dann fangen wir mal an und gucken mal, was das hier so tut. Warum auch immer das Rote? Keine Ahnung, wir werden sehen. Pass auf, wir gucken auch noch mal auf die Lego-Seite. Moment. Damit ihr wisst, worum es geht. Das hier ist das Set Nummer 3128 Teile, kostet 210 Euro, ist verfügbar. Ehrentownstar, vielen Dank für eine Mitgliedschaft. So, wichtig sind immer die Bilder bei so einem Set, damit man weiß, was der Hersteller von einem möchte. Heißt es, es wird gerade geworfen, glaube ich. Es ist ein unglückliches Foto, weil man hier den Spalt sieht. Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich davon gelesen habe. Dass es halt nicht massiv ist, weil es gibt ja einen schönen Mock und da ist massiv. Erwin und ist dabei. Willkommen neu dazu und die Kuhkatze im 10. Monat. Ein Träumchen, vielen Dank. Ja, ist nicht ausverkauft, Toni, oder? Ist der Knüller. Hier ist die kleine Figur, die seht ihr. Punk Anderson gönnt noch 5 Mitgliedschaften. Ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank. So, das ist alles uninteressant. Sie ist begeistert. Davon gehe ich aus. Da ist der Knecht. Oh, sie sind im Bunker, oder? Sie sind im Bunker. Und das ist das letzte Bild. Ich glaube, das ist der Betonbunker. Sehr schön. Sehr schön. Ah ja, hier auch mit dieser Treppe. Ja. Ich glaube, das ist der Betonbunker. Okay, also das ist das, was wir davon erfahren. Sie ist begeistert, guck sie dir an. Modellbauer werden von dieser Nachbildung begeistert sein. Ich bin gespannt. Erwachsene Baumeister können mit diesem fesselnden Bauprojekt ein Stück Comicgeschichte nachbilden. Fesselnd habe ich das auch genannt. Da kann gar nicht schief gehen. Ein fesselndes Bauprojekt. Wir werden das gleich zusammen erleben, wie hart es fesselt. Ein lohnendes Bauprojekt auch noch. Es ist detailreich, also es ist fesselnd, es ist lohnend, es ist detailreich. Captain America Minifigur, die macht es noch interessanter. Ich bin ganz aufgeregt. Ein tolles Ausstellungsstück. Ein stabiler Sockel mit Namensschild präsentiert das Schild. Das Schild, das Schild, das Schild. Falsch gemacht. Werbepraktikant. Der arme Kerl wird morgen wieder gehauen. Also der Schild. Also den Schild. Präsentiert den Schild. Nicht das Schild. Willkommen in der digitalen Welt des Bauens. Bilder-App. Ja, ab ans Handy. Alle ans Handy. Los geht's. Ein tolles Geschenk für Bau- und Marvel-Fans. Also für Baufans bin ich mir nicht sicher. Produktbewertung. Ich bin totaler Marvel-Fan. Bei dem Set musste ich zuschlagen. Es hat Spaß gemacht, das Ganze aufzubauen und passt schön in meine Sammlung. Ja, das ist natürlich hilfreich als Bewertung. Ich bin Fan. Dann hat sie auch schon gelangt. Hervorragend. Ich bin Modellbauer, bin ich begeistert. Das glaube ich. Wir gucken mal. Oliver, willkommen in der Kuschel-Community. So sind wir auf jeden Fall. Also, gucken wir mal. Ja, kein Like, 4 Dislikes. Es ist halt auch echt, es ist großartig einfach nur. Ich nehme an, er hat es auch vorbestellt. Pre-Order, voller Preis, keine Goodies. Egal. Also. Wir gehen wieder rüber und wir bauen und wir gucken mal, was passiert und ab dafür, oder? Richtig. Nochmal Cheers in die Runde. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Hier war eine rote Fleckchen. Söchen. Ein wertvoller Teiletrenner. Den ich bei diesem schwierigen Bauprojekt für Fortgeschrittene mit Sicherheit hin und wieder brauchen werde. Aber wir gucken mal, was passiert. Okay, das wiederholt sich. Okay, das wiederholt sich. Ja, das sehe ich jetzt schon. Uhu. Das wiederholt sich. Wie ist denn bei euch? Was Lego Shima? Oh Gott, habe ich doch 2014 schon drüber erzählt.
Ich habe Videos zu Tsushima gemacht, schau sie dir einfach an, dann hast du detailliert meine Meinung zum damaligen Zeitpunkt, als ich auch noch wirklich voll im Thema war. Ist doch das Gute, ich habe über 1000 Videos online, also ich glaube, du bekommst zu fast allen Themen von mir schon eine ziemlich klare Meinung. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir machen. Sieht eintönig aus. Ah ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite, wir haben den Eiffelturm geschafft. Ich habe vom Mole King das Kolosseum gebaut. Ich habe die Fußballstadien mir geschenkt, weil die sahen auch nicht gut aus. Das hier ist allerdings ein Set, was nicht exklusiv ist. Das heißt, ich kann es als Händler bekommen. Und wisst ihr, ich ziehe ja hin und wieder über Sets her. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber wenn ein Set richtig schlecht ist, dann sage ich das meist. Das Thema ist, wenn man als Händler halbwegs ernst genommen werden möchte, und ich bin ja kein Fan-Kanal von Lego, sondern ich bin Händler, dann muss man seine Meinung tatsächlich auf einer Erfahrung gründen lassen und nicht auf Dummgelaber, weil man irgendwas im Netz sieht. Also muss ich die Sets bauen, bevor ich sie meinen Kunden empfehlen kann oder ihnen dringend davon abrate. Das ist eigentlich das Konzept. Und als Händler versuche ich zumindest die Highlight-Händler-Sets, und das Set wurde als Highlight für uns Händler gelistet, ja. Wir haben so spezielle Sets, die Highlight-Sets sind. Und das wurde als Highlight-Set beworben. Und damit muss ich halt schauen, vielleicht ist ja die Blumen, die mochte ich auch nicht. Jetzt baue ich Blumen und ich finde die witzig. Also, wir bauen es und danach lässt er mir drüber. Genau, also, wir machen es ganz entspannt. Wir gucken mal, das Schöne ist, und dafür habe ich euch doch hier, alleine würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, kein Bock mehr, und dann lasse ich es. Wenn es doof ist, aber wenn ich euch dabei habe, baue ich einfach. Weißt du, wir plaudern zwischendurch ein bisschen, wir können gemeinsam drüber lachen. Easy. 17 Mal, so, deswegen ist die Bauanleitung so dünn. 17 Mal, ihr seht's, da oben. 17 Mal. Also, und bei euch so? Gibt's was Neues? Geht's der Familie gut? Schönen Tag gehabt? Alle gesund und munter? Hat wer die tödliche Männergrippe? Ich sag euch, lacht nicht über Leute mit der tödlichen Männergrippe. Ich hatte sie ja auch. Es waren keine Momente. Ich sag's euch wirklich. Dafür habe ich heute wahnsinnig viel gegessen. Ich weiß nicht, ob ich euch davon erzählt habe. Ich bin wieder im absoluten Fresskoma. Und ich bin wieder auf so eine Sache reingefallen, dass die gesagt haben, hier, wir haben so ein Mittagstisch-Special. Quasi, es gilt nur für zwei, aber du bist doch groß. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Ich sag's euch. Das war... Da ging Dinge schief. Ihr wart Turtles im Kino gucken. Ich habe euch davon erzählt, dass Manta Manta 2 der schlechteste Film aller Zeiten ist, oder? Das müssen wir erklären. So. Marvin, willkommen in der Kuschel-Community. Was gab's denn Leckeres? Das Hauptgericht war eigentlich gar nicht so das Problem. Mein Thema war, dass es dazu dann noch so lecker Knoblauchbrot gab. Das habe ich auch noch komplett gegessen. Und natürlich noch ein Süppchen. Und ich habe gesagt, komm her damit. Und da war noch so ein Salat dabei, auch noch reingestopft. Und dazu halt mein normales Hauptgericht. Und dann am Ende gab es noch Eis. Haha, soll ich machen? Oh. Ja, und dann... Also ich finde, ich kann da auch nicht wirklich was für. Ne? Also... Dali Mili, was haben wir da? Dali Mili, willkommen in der Kuschel-Community, hervorragend. Natasja, 6. Monat, man kommt einfach nicht mehr raus aus der Abo-Falle. Nee, das ist das Gemeine. Bist du einmal drin, ist das erledigt. Der alte Turtles-Film war gut. Ja, wir kriegen das alles hin, oder? So, warte mal, ich muss ja auch noch mal gucken, was ich hier mit dem Ding hier mache. So, und ich brauche aber auch noch meine Anleitung, weil sonst wird es unglücklich. So, jetzt sieht es schön aus. Du hast momentan die Männergrippe. Livestream-Unterhaltung. Ich sag euch,
Es fängt ja gerade gefühlt schon wieder das Badewannenwetter an und ich freue mich schon sehr drauf. Wenn du morgens so aufwachst und draußen sind es die leichten Minusgrade und dann denkst dir, ach komm, und dann haust du dich in so eine schöne, in so ein großes Erkältungsbad. Da hat das da der Tagstruktur. Und ich kann in der Wanne leben. Das ist überhaupt kein Problem. Süchen. Einen schönen guten Abend. Das erste Mal live dabei. Ja, dann freut mich doch. Kuschel dich dazu. Die Community ist wahnsinnig nett. Wenn ihr Fragen habt und ihr seid das erste Mal dabei und denkt euch, ja, aber der Onkel, der baut doch. Wie will der denn die ganze Zeit den Chat lesen? Tue ich nicht. Das ist tatsächlich ein Thema. Deswegen, ich habe einen kleinen Kopfhörer auf. Der ist unauffällig, deswegen erwähne ich es. Ich habe einen Kopfhörer auf. Und falls zwischendurch ein Alert kommt, bekomme ich das mit. Und die wichtigsten Infos bekomme ich. Aber falls ihr eine Frage habt zu etwas, dann haben wir eine wunderbare Community. Wartet also nicht darauf, dass ich euch die Antwort sage zu dem, was ihr fragt. Sondern schaut hin und wieder auch mal in den Chat. Da sind wahnsinnig schlaue Menschen, die euch die Antwort wahrscheinlich auch geben, weil ich möglicherweise im letzten Video drüber gesprochen habe oder sie wissen es einfach oder was auch immer. Das klappt auf jeden Fall. Als nächstes wollte ich auch noch sagen, falls die Frage kommt, ich habe den Audi auch gebaut. Ja, dazu mache ich auch noch ein Video. Ich glaube, am Wochenende wird es kommen. Und ja, die 170 Euro würde ich mir sparen. Ich sag's überraschenderweise gleich schon mal vorneweg. Also das letzte Lego Technik Set in dem Preissegment, das gut war, ist echt lang her. Das letzte halbwegs akzeptable waren die 120 Euro Sets der Flieger und der Ford. Aber Technik ist einfach ziemlich am Ende. Das muss man halt leider einfach mal feststellen. Abgesehen vom Beep her auch. Die anderen haben böse Macken. Ich nehme mal an, hier hätte auch noch eins drauf gesollt, oder? Ja, gut. Söchen, das soll ein Audi sein, ja. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, die Technik funktioniert, der Preis ist noch was anderes, aber das Ding sieht einfach nicht aus wie die Vorlage. Also halt einfach nicht. Also gar nicht. Ist schwarz. Das war's. So, das habe ich gemacht, weil ich so erfolgreich bin. So, und jetzt machen wir hier weiter. Ah, okay, wir drehen die jetzt alle um. Und dann machen wir das so. Okay. Ja, das sieht doch nach einem Konzept hier aus. Da kann doch gar nichts schief gehen. Damit haben wir dann auch direkt die finale Größe von dem Ding. Ja, beinahe gut, aber hauptsächlich schlecht. Ja, das Shirt habe ich gar nicht heute an. Ich habe hier einen lackgesoffen Teuer am Start. Und der lacksaufende Fuchs aus dem Lego-Management ist dabei. Aber ich weiß gar nicht, ob das... es könnte eher das beinahe gut, hauptsächlich schlecht, könnte eher das Thema des Modells sein als lackgesoffen Teuer. Ich muss sagen... das hätte, die Fanboys hätten auch 400 dafür bezahlt. Also die es kaufen, hätten auch 400 bezahlt. Dann hätte ich an Lego-Stelle 400 gleich draus gemacht, oder? Ich meine, was soll das? Ah, da gucken wir mal. Was haben wir da? Star Wars, willkommen in der Kuschel-Community. Falls ich mal ein Mitglied oder sowas übersehen sollte, weil ich gerade baue und der Chat schnell ist, seht es mir bitte nach. Möglicherweise bekomme ich noch dann später eine Info dazu und dann... und sehe es gerade noch, dann erwähne ich es natürlich gerne. Ich freue mich immer über neue Mitglieder in der Kuschel-Community. Aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach so dabei seid. Das wisst ihr ja. Ich war auch gestern live auf Twitch unterwegs zwischendurch. Da könnt ihr auch immer gerne vorbeikommen. Freue ich mich natürlich auch. Gestern habe ich was gekocht. Aber hin und wieder baue ich da auch was. Ich müsste morgen eigentlich nochmal in die Werkstatt. Steff und ich sind ja für eine Woche im Urlaub ab morgen Abend. Deswegen müsste ich eigentlich nochmal schnell dort was machen. Vielleicht gehe ich bei Twitch dann auch zwischendurch nochmal live. Also das nur schon mal als Info. Ich weiß es nur noch nicht, ob ich es schaffe. Ich muss noch ein, zwei Videos vorbereiten für die Woche Abwesenheit. Phil, willkommen in der Community.
So, diese Plate hier mit den abgerundeten Enden hilft jetzt natürlich, den Abstand hier korrekt einzutragen. Ja, das ist eine Fünferplate. Früher gab es bei Lego ja keine Fünferplate. Kobi hat die und Mega haben die ja schon lang, aber Lego nicht. Die hat die jetzt von denen übernommen. Und früher haben wir immer Technic-Plates genommen, um ungerade Geschichten größer 3 darzustellen. Ja, also 5 und 7 und so weiter wurde immer über Technic-Plates gelöst. Das ist jetzt gar keine Technic-Plate mehr. Das ist eine normale Plate mit abgerundeten Ecken und hohlen Endnoppen. Dinge. So. Und wir gucken mal was hier passiert. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Anscheinend, ja, also Dinge passieren. Oh, Mercodenia, ist ja sehr lieb von dir. Haut ein Trinkgeld in den Topf. 14 Euro, wie lieb von dir. Dir fehlt der Baileys. Ich bin dabei, aber danke dir sehr. Cheers. Türkische Riviera. Wir sind in einem netten Familiensporthotel. Bisschen im Wasser planschen, Wasser rutschen. Eine Woche lang irgendwie eine Tiki-Bar belagern da. Das ist der allgemeine Plan. So, da sind wir. Also ich würde sagen, das haben wir ziemlich gut gemacht. Süchen. Also wir gucken doch mal. Viererplate, das ist richtig. Warum erzähle ich denn da Fünferplate? Das ist eine abgerundete Viererplate, ihr habt vollkommen recht. Oh, warte mal. Nächster Bauschritt. Der sagt 36 Mal. Da gehen wir jetzt echt in die Vollen. Okay. Wir haben ein paar von den Weißen hier separat, hier lose schon drin liegen und noch eine Tüte von den Weißen. Machen wir. Also, was soll ich denn 36 Mal machen? Unter beide. Okay, wir haben 72 von den Dingern. Also jetzt nur mal, falls ihr euch fragt, wie man auf diese extreme Teilemasse kommt. Das klappt so. 36 Mal. Die NX01 hätte ich im Stream gebaut. Wäre sie gekommen rechtzeitig? Warte mal, wo mache ich denn das zwischen den dritten und vierten? Warte mal, 1, 2, 3. Ist das hier dann richtig? Ich glaube schon. Und dahinter sind wieder drei frei. Ja, das sieht richtig aus. So mache ich das. Okay. Die NX01 baue ich auf. 130 Euro sieht für mich auch nach einem guten Kurs aus. Ich bin sehr gespannt. Teilequalität Qingbao ist wahrscheinlich. Ich hoffe, sie ist okay. Die Konstruktionsqualität, denke ich mal, wird vielleicht sogar noch ein bisschen besser als bei der letzten Welle sein, Star Trek. Und da war ich schon sehr angetan. Also bin ich sehr, sehr guter Dinge, richtig. Genau, Farbseuche sehe ich bisher noch nicht. Also hier mein Horni hat anscheinend ja, sich Urlaub genommen. Hier hat sich bisher kein Einhorn, kein Regenbogeneinhorn übergeben. Ich nehme an, dieser rote Strich wird irgendeine tiefere Bewandtnis haben, entweder Bauhilfe oder es ist irgendetwas aus dem tieferen Marvel-Universum, was ich nicht weiß. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich mache mir keine Sorgen und bisher hat mich das bautechnisch hier auch noch nicht wirklich überfordert, muss ich sagen. Das kriegen wir hin. So, ist das Teil nachher stabil? Du bleib noch ein bisschen dabei, dann wirst du es erfahren. Wir werden es sehen. Noch ist es natürlich nicht stabil. Ich würde es jetzt mal zwischendurch nicht hochheben. Wir gucken einfach mal, was es dann später kann. Ja. Jetzt, ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich auch kein Set, um es wirklich zu mehreren zu bauen, weil man ja doch irgendwie am gleichen Projekt ist. Klar kann man sich das aufteilen und sagen, hier kommen wir kippen es in die Mitte und jeder baut 20 von den Dingern zusammen. Aber meine Güte. Schlimmer als der Eiffelturm ist nichts im Lego-Sortiment. Und das Ding hat ja nur 3000 Teile. Also kann es ja nur. Die Quälerei hat ein frühes Ende, sagen wir mal so. Und die 10.000 Teile vom Eiffelturm waren auch von den Bautechniken, dadurch, dass das diese Bars waren, diese schrecklichen. Und alles gleichfarbig war. Hier ist es ja immerhin dreifarbig. Nichts schlägt den Eiffelturm von der Elendigkeit des Baus. Auch nicht das Kolosseum, auch nicht die Fußballstadien. Ich glaube, nichts schlägt den Eiffelturm. Der ist das
Das ist das Allerschrecklichste auf der Welt. Also das Ding ist eine Strafe zu bauen. Und die Titanic war auch eintönig, aber die hatte zwischendurch dann immer wieder eine Abwechslungsgeschichte drin. Da hat sich auch wahnsinnig viel wiederholt. Also ich bin leidgeprüft. Machen wir es kurz. Ich bin leidgeprüft. Keine Sorge. Ja, und die Angriffspunkte waren auch schrecklich. Das Taj Mahal war ein Angriff auf meinen Lebenswillen, das ist richtig. Aber auch das haben wir überstanden. Also wie ihr seht, ich würde sagen, ich bin absolut abgehärtet. Und ich habe gestern noch am Abend das Vogelnest gebaut. Habt ihr einen Short gesehen dazu? Oder die Story, Real Feed, keine Ahnung, wie man das alles nennt. Ich habe die Videos hochgeladen bei YouTube und Instagram. Das Vogelnest ist so ein putziges kleines Set. Das ist so nett. Das ist richtig, das macht Spaß. Es ist lustig zu bauen, sieht goldig aus, ist eine Miniatur. Ach so, hier, wer von euch weiß das? Ist das die Originalgröße des Schilds? Ist der Captain America Schild so groß? 18, was haben Sie hingeschrieben? 47 Zentimeter? 60 Zentimeter. Ja, das ist ja schlecht. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Das hätte natürlich schon was gehabt, wenn das Ding am Ende groß genug ist, für das echte Erlebnis. So, wir haben aus irgendeinem Grund zwei von den Dingern übrig. Das macht mich jetzt ein bisschen unruhig. Aber so, und jetzt nochmal 36 außenrum. Okidoki. Da sind wir doch, dazu sind wir doch in der Lage. Also ich muss sagen, baugeschwindigkeitsmäßig dürfte das hier eins der Sets sein, was zackig geht. Ich überlege mir, was wäre noch ein Set gewesen, was so in der Geschwindigkeit unterwegs ist. Ich denke gerade drüber nach, was war noch ähnlich einfach. Jetzt ist mir der Abstand zu groß, da muss ich irgendwie nach außen wegschielen, damit ich beides gleichzeitig sehe. Ich meine, es gibt kleine Sets, die sich stark wiederholt haben, aber auf 3000 Teile-Level? 75 cm Durchmesser, ja gut, das hätten sie schon machen können. So, und nochmal 35 mal die Dinger hier. Solche Tüten finde ich geil, das erinnert mich an Blue Bricks, ja. Du machst einfach eine Tüte mit einem großen, also ist ja ein ziemlich großes Teil, ja, das ist ja amtlich hier, das Ding. Das machst du einfach auf und arbeitest damit. Ich mag das. So. Lego Nesca-Strecke. Ja, das stelle ich mir auch vor, einfach einmal. Und dann diese scheiß Straßenplatten in der Mitte. Oh Gott. Die sind zum Davonlaufen gruselig, die Straßenplatten. Den 1 zu 12 wird man auch bei mir bauen können. Oh, mal 36 wieder. Wie schön. Den wird man bei mir kaufen können. Ich denke, ich werde geringe Mengen davon haben. Aber ich werde ihn haben. Und was ich von ihm halte, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn zwar aufgebaut gesehen. Kobi hat ihn mir gezeigt, aufgebaut. Aber ich habe ihn nicht selbst gebaut. Also gilt wieder das Gleiche. Lasst mich mal bauen. Wenn ich ihn gebaut habe, werde ich was dazu sagen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, der Mike ist da. Willkommen in der Kuschel-Community. Ein Träumchen. Als Teilespender zu teuer, ja. Richtig. Jo, dann gucken wir mal. 36 Mal, immer 36 Mal, 36 Mal, 36 Mal. Aber wir gucken mal, wie ist denn hier die Bautechnik? Wir nehmen Kollegen, Dings, jetzt dunkelgrau dahinter. Das ist wieder merkwürdig, weil die sind auch hier schon drin. Ich verstehe manchmal das Packen echt überhaupt nicht. So, und das so gestellt. Und dann packen wir es vorne drauf. Ja, gut, das kann man machen, ja? Das sieht echt langweilig aus und baut sich auch genau so, aber wir hinterfragen den ganzen Käse nicht, sondern bauen es einfach. Jetzt frage ich mich, ist das für mich besser als Erlebnis, wenn ich das vorbaue,
und dann später dran setze, das heißt, dass ich jedes Mal absetze und wieder die beiden Teile raussuche. Ich glaube, ich könnte so mehr Spaß haben an der ganzen Sache. Dann habe ich das eine gemacht, habe ich eine bessere Fließbandarbeit. Also bin ich besser im Takt. Kümmere ich mich hier immer nur um das eine Problem und nicht gleichzeitig um zwei andere. Diese Teile übrigens verbaue ich nicht wahnsinnig gern, weil sie ungleich sind. Die haben den C-Clamp auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, wenn man die setzt, hat man einen ungleichen Druck. Und da muss man die ganz gut an der Kante erwischen und das sagt mir nicht so wahnsinnig zu. Aber wir kriegen es hin. Die Anguspunkte sind aber echt hart, gell? Mittlerweile. Schau ich es mal an. Das sind die Anguspunkte. Also ich meine, entschuldige mal, das ist Xingbao-Niveau. Das ist schon echt krass, finde ich. Also dass da die Qualitätsidee gar nicht mehr da ist. Und Anguspunkte waren mal eine ganze Zeit die Stärke von Lego eigentlich. Und Lego hat ja sehr schön glänzende Teile, das machen sie ja wirklich gut. Also kann man gar nicht sagen. Der Glanz der Lego-Teile ist immer noch der beste im Markt. Aber dann siehst du halt Schludereien bei den Anguspunkten umso mehr, gell? Das ist halt so. Manchmal ist es da ganz gut, wenn die Teile so eine gewisse Grundfläche an Mikrokratzern haben, dann interessierst du dich dafür nicht. Der Ehrenchris, Grüße nach Wien, verschenkt 10 Mitgliedschaften, ganz, ganz lieb von dir. Vielen Dank und viel Freude allen Beschenkten. Wir könnten mal, wir sind gerade eine kuschelige kleine Runde, grüß doch mal unsere lieben Moderatoren. Das sind die allerbesten. Ihr habt dafür ein wunderbares, ich möchte die Moderatoren loben, Emote. Das könnt ihr einfach benutzen und rausfeuern. Dann wird der Chat ganz grün. Und wir sehen ganz viele tolle Emotes und darüber freue ich mich. Ja, willkommen an alle, die sich neu dazu kuscheln. Ganz genau so ist es. Hui, Mods loben, hervorragend. Los geht's. Genau, der Ehrenchris. Sehr schön. Und vielleicht hat Lego doch eine Kooperation mit Xingbao, das weiß ich nicht. Aber bei manchen Teilen denke ich mir, ja. Aber Xingbao druckt wesentlich besser. Es wäre, wenn GoBricks noch anfangen würde, im großen Stil zu drucken, dann wäre was los. Sascha im 6. Monat, schön, dass du dabei bist. Ja, aber wie gesagt, der Schild hier wird im Preis runtergehen. Macht euch da keine Sorgen. Das ist ein absolutes Spartenprodukt. Wenn die Händler schlau sind, haben sie davon nicht viele im Sortiment. Wenn sie doch viele haben, dann werden sie Not bekommen. Und dann werden sie es günstig anbieten. Also, falls ihr drauf steht, falls es irgendwie was für euch ist und ihr sagt, hey, bin der weltgrößte Captain America-Fan, vielleicht ist es dann doch was für euch. Animagus, willkommen in der Kuschel-Community. Dann könnt ihr da gucken. Ich finde ja, Captain America ist mir grundsätzlich, ich mag die Auseinandersetzung mit Iron Man, aber natürlich ist er so Superman, ja auch Superman-mäßig oder Spider-Man-mäßig halt sehr regelkonform und das ist nicht so ganz, ganz meine Idee von Unterhaltung in einem Superheldenfilm. Aber da kann ja wirklich jeder glücklicherweise genau das sich bei Marvel und DC raussuchen, auf das er Bock hat. Das ist ja das Schöne, dass es so viele gibt. Aber wie gesagt, wenn man weltgrößter Captain America-Fan ist, ist es natürlich ein Weltklasse-Set. Sicher. Qualitätsmarktführer der Herzen, ja. Richtig. Kaufhof wird es haben, ja, wobei ich bei Kaufhof lange keine guten Lego-Angebote mehr gesehen habe. Also möglicherweise haben die es sogar aus der Not heraus begriffen, dass sich Lego nur wegen des Umsatzes zu holen nicht wirklich sinnvoll ist, sondern man sollte mit seinem Geschäft auch Geld verdienen. Vielleicht haben die das. Kaufhof versteht nicht viel, meist sogar sehr wenig, eigentlich gar nichts. Aber das hat ihnen möglicherweise einer gesagt. Und das wäre doch immerhin schon mal ein Anfang. Vielleicht rettet sich die Bude ja doch noch. So. Rekord, was Zuschauer betrifft. Oh, wir hatten schon gut über 10.000 gleichzeitig. Das war der Rekordstream, lass mich überlegen, war
Was haben wir jetzt? 23. Der Rekordstream war, glaube ich, Halloween. Hab ich die Dinger vergessen? Halloween 21? Wann haben wir uns die. Das war nicht letztes Jahr, oder? Ich glaube nicht, dass wir es letztes Jahr gemacht haben. Oder war es letztes Jahr? Liebe Chad, wann haben Steff und ich uns. Ich war als Dracula unterwegs. Wann haben wir uns da verkleidet? Wir hatten Kontaktlinsen drin. War das 21? Ich glaube, es war 21. Da hatten wir gut über 10.000. Ja. Das war ein schönes, das war halt so, es war halt ein Special Event. Wir hatten es lang angekündigt und so weiter und so fort. Das war ja kein regulärer Dienstag. Das war, glaube ich, auch Sonntagmorgen, wenn mich nicht alles täuscht. Live war das 10. Monat, Party on in der besten Abo-Falle. Schön, dass du dabei bist. 21, gell? Ich glaube auch, es war 21. 22 würde ich mich jetzt, das wäre ja gerade um die Ecke erst gewesen. Da würde ich mich noch besser dran erinnern können. Es war 21. Ist noch live. Könnt ihr reingucken. Geht ihr in die, also es ist noch online. Das Video ist noch abrufbar. Das war ja ein YouTube-Livestream. Auch. Und da waren wir in der kuscheligen Runde. Haben wir da nicht auch die, die Weihnachtsempfehlungen? Nee, Haunted House? Haunted House! Haunted House haben wir gebastelt, ja. Ja, die 10.000 sind alle nur für Steff gekommen, das ist klar. Davon kann man fest ausgehen. Und ich war verkleidet, deswegen hat man mich nicht erkannt und hat mir gedacht, da gucken wir mal rein. Und dann hat das funktioniert. Ja, das war nett. War aber auch wie immer bei uns hier. Beste Stimmung, kuschelig, alle sind nett zueinander. So gefällt mir das. Ja. Guck, und jetzt ist das Schöne, bei so einem Set kann ich hier sitzen, kann mit euch reden. Ich mache mir wenig Gedanken, dass ich mich verbaue. Falls es doch passiert, können wir gemeinsam über mich lachen, dass ich 36 Mal dann was zurückbauen muss, weil ich mich doch irgendwie geirrt habe, weil doch irgendwie die Klammern nach unten gesollt hätten oder was weiß ich. So ein Baufehler wird hier bitter bestraft. Aber was sollen wir denn machen? Was sind 42:42 habe ich ein Video gemacht. Schau, blauer Kran. Habe ein Video. Das ist das Gute. Einfach kurz in den Kanal gehen. Da kriegst du nochmal detailliert meine Meinung runtergebetet. So, ist aber jetzt viel zu teuer. Kaufe gebraucht. Nur gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Geh zu meinem Partner eBay. Da wirst du sehr, sehr viel Freude haben. Kauf das Ding gebraucht und alles ist fein. So. Hep, hep. Also ich finde, ich frage mich wirklich, wer sitzt zu Hause und denkt sich, geil, das ist ja super. Das habe ich mir gut gekauft, das Set. Oder ist es dann, weil man das fertige Ergebnis so mag, dass man das als Kollateralschaden in Kauf nimmt, dass man es bauen muss? Frag ich mir. Ich werde ja immer wieder angesprochen. Sag mal, wieso kauft jemand bei dir im Laden ein aufgebautes Set? Dann denke ich mir, deswegen. Und für manche ist ja Lego bauen schon bei guten Sets eine Qual, weil sie einfach keinen Bock haben, so was Kleines zusammenzufuddeln und die wollen einfach nur das fertige Set, aber nicht sowas. Aber ja. So. Süchen. Was machen wir jetzt 36 Mal? Okay, 35 Mal drüber und dann 1. Okay, wir sind hier wieder. So mit dem Roten her. Ja, das sieht doch stabil aus. Das machen wir jetzt mal. Aber wollen wir uns gerade mal gemeinsam freuen? Das hätte Azur sein können, das hier Türkis und das hier Pink. Ohne Probleme. Also niemand hätte von Lego erwartet, dass sie es schaffen mit Weiß, Grau und Schwarz.
bisher hier durchzukommen. Plus Signalfarbe rot hier unten, aber ich nehme an, damit wird es irgendeine Bewandtnis irgendwann noch haben, oder? Guck mal, das ist, also bin ich schon mal happy. Die weißen Scharniere, die Hinges, die werden günstiger werden dadurch. Die langen Plates auch. Das Set ist im freien Handel, wie gesagt. Also irgendwann wird bei irgendeinem Pleitehändler wird irgendwann eine Palette rumstehen. Vielleicht kriegt man sie da mal für einen Hunderter oder so pro Stück. Und dann wird ein Bricklink-Händler zuschlagen oder so ein kleiner Held. Und dann haben wir viele Steine für einen guten Kurs im Markt. Und das Schöne ist, dass dann halt die auch, dass sie dann auch fallen, ja, die Preise. Bricklink ist ja ein Angebot-Nachfragemarkt. Nicht so wie Legos Ersatzteilseite oder die von Blue Bricks. Da geht's, die haben einfach Preise für ihre Steine. Aber da ist ja eine beliebte Farbe nicht teurer als eine unbeliebte Farbe. Und bei Bricklink ist eine Farbe, die keiner will, wird verschenkt. Das ist so. Das ist halt so. Also, 4, einmal nur der Bauschritt. Ah, okay, und dann hier 11, 22, 5, 31, 36, das tut schon wieder weh. Gut, wir gucken mal. Oh, ich soll das Ding auf den Kopf drehen, aber. Oh. Okay. Das machst du aber eher vorsichtig. Das Ding ist, das Ding wobbelt. Ruhig bleiben. Moment halt. Moment. Ich habe doch was vergessen, oder? Nee. Ich bin jetzt bei der 4 erst. Ja. Okay. Süchen. 300 Gramm Lachs gemampft. Jetzt ist dir schlecht? Ja. Weiß ich nicht. Also jetzt ein Lachsdeck, 300 Gramm wird mich nicht killen. 300 Gramm Räucherlachs so am Stück reinpfeifen, wüsste ich auch nicht, ob ich das brauche, aber ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. 1, 2, 3, 4. Denke ich mal. Zeigt mir das bloß nicht besser, also. Aber wir machen mal 4, damit es ja gleichzeitig abschließt hier mit dem Ding. So, wie machen wir das jetzt? Okay, immer 2 davon, 1 davon, alles klar. Das traue ich mir wiederum zu. Das kriegen wir doch hin. Snackst du auch genug? Nein. Nein. Also sind hier meine M&M's. Danke dem Sponsor, dem Ehren-Thomas, fürs Bereitstellen des heutigen Snacks. Ehren-Ralf, 5 Mitgliedschaften, ganz lieb von dir, vielen Dank. Ihr wisst ja, ich feiere hier nur Glitzer- und Kuschelpartys. Deswegen geht bei mir nur der Partypack. Ich weiß, ich kenne auch immer nur die Party-Size bei all diesen Sachen. Wenn das Leben eine einzige Party ist, ihr kennt es, oder? Döner, Baklava und Tee ab Donnerstag. Ah, ich habe mich immer gefreut in den 90ern, als ich ein paar Mal in der Türkei war. Da war ich in diesem Basaren unterwegs und habe dann immer den wunderbaren Apfeltee bekommen. Den mochte ich immer sehr. Das hat mir viel Spaß gemacht. Da ist gerade Gianni Versace erschossen worden zu der Zeit. Und dann haben sie... In Miami war das, oder? Ich glaube, Miami. Ich glaube, ich stand vor seinem Haus in Miami. Da haben wir geguckt. Haben wir nochmal alle dem Gianni zugeprostet. Ja. Und dann wurde da die ganze Zeit das Zeug vom Johnny angedreht. Aber dazu gab es sehr, sehr geilen Apfeltee. Ich war voll dabei. Söchen, das ist Salted Caramel. Genau, ist es. Florian, lieb von dir. Vielen Dank. Ja, Kaktustee. Ich weiß noch, wir hatten damals... Ich war mit einem Freund da, wann waren das? 96, glaube ich, waren wir in der Türkei.
Und da hatten wir noch dort sehr nette Leute getroffen, die auch aus der Frankfurter Gegend kamen. Und der hat sein Nussbaumöl gehabt, mit dem er sich eingerieben hat, bevor er sich an den Strand gelegt hat. Ich gehe kaputt, hat er immer nur gesagt. Das Zeug hat gebratzelt. Der Kollege ist auf Temperatur gekommen in kürzester Zeit. Es war wahnsinnig heiß damals. 45 Grad oder sowas, keine Ahnung. Ist jetzt aktuell wesentlich milder, aber alter Schwede, da ging es echt ab. Und ich habe noch genau ihn vor Augen, wie er unter der Dusche stand am Strand und gesagt hat, dieses schöne hessische, ich gehe kaputt. Er war Wunder, es war. Ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich daran denke. Die Ehrenviper können 5 Mitgliedschaften, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, das hier, das sieht technisch eigentlich cool aus. Da müsste jetzt ein Kraftwerk oder sowas entstehen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass das später Captain America Schild wird. Also, aber was soll man machen? So ist es. Ein Arc-Reaktor, genau. Tiroler Nussöl. Ich glaube, der hat irgendein Nussöl sich rüber gegossen. Es war der absolute Hammer. Ich gehe kaputt. Es war ein schöner Moment. Es war ein schöner Moment. Man muss dabei gewesen sein. Aber er hat, seine Verzweiflung war wirklich, war zu hören und er war einfach ein gut gelaunter, netter Mensch. Kann man gar nicht anders sagen. Söchen. Das Ausschlachten für die Teile, weiß ich nicht, ob sich das für dich lohnt. Es kommt ganz darauf an, was für Teile du brauchst. Ich empfehle da ganz stark, die Teillisten durchzuschauen und zu gucken, was das Teil, was du brauchst, bei Bricklink gerade kostet oder bei eBay oder sonst wo oder manchmal auch bei Lego selbst. Manchmal sind die gar nicht alt. Belastend! Dann kannst du gucken, was das kostet und dann rechnest du es dir hoch, weil ich meine, auch wenn die Teile günstig sind, was willst du mit Teilen, die du nicht brauchst? Ja, das Ausschlachten ist ja, zum Beispiel bei Technik ist Ausschlachten eine sinnvolle Sache, weil die meisten Technikelemente tatsächlich universell genutzt werden. Das war ja das Schöne früher an Technik, dass es nur sehr, sehr wenig Steinvariationen gab und sehr wenig Farbvariationen. Das heißt, man konnte, wenn man ein Technikset hatte, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit andere Techniksets nachbauen. Sag, wie doof ist das, dass ich mich da um eins vertane? Jetzt mal ganz ehrlich. Und warum? Weil ich hier nach dem Abstand geguckt habe und nicht hier. Ja, und dann bist du doof. Und wann merkst du das? Wenn du einmal rum bist. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich gerade einen Chat gelesen hatte in dem Zeitpunkt. Ich habe wirklich auf die Anleitung geguckt. Das war einfach pure Dummheit. So. 5, 36, 36. Das ist ein Bauschritt genau für mich. Das Ding biegt sich echt durch. Das ist bitter. So. Es sieht ein bisschen nach einer Herdplatte aus. Das stimmt. Das ist korrekt. Na, wir schauen mal, was da passiert. Aber ich muss sagen, die Bauerfahrung, da es relativ schnell geht. Man quält sich nicht zu lange am gleichen Bauschritt. Das ist immer das, was wirklich wehtut. Wenn du da hängst und also ich erinnere wirklich an den, ich erinnere an den Eiffelturm. Das war echt, das war nicht gut. Ja. So, endlich haben wir Technikstangen dabei. In der Lego-Dusselfarbe gelb. Aber das war das einzig Gute am Liebherr, dass zufällig die Achsen in der Länge in gelb sind. Das war purer Zufall, aber. Kann man gut. Hier sind wieder die 5er Plates, die 4 lang sind. Ja, Blue Bricks Pro, ich bin mehr ein Fan von Blue Bricks Specials. Die baue ich lieber als die Pro. Die Teilequalität ist zwar schwankender bei Specials, Verzeihung, aber ich finde die Steine sitzen angenehmer. Und ich mag die PDF-Anleitung. Ich mag auch viele Designs bei den Specials mehr als bei Pro,
Blaustein ist natürlich mit den Gobrix-Elementen nochmal eine super Ausnahme. Da hat man gar keinen Nachteil, da hat man nur Vorteile gegenüber Pro. Das kommt sehr drauf an. Ich habe noch nicht ganz verstanden, welche Sets Bluebricks als Pro rausbringt und welche nicht. Das weiß ich nicht. Maximilian, 6. Monat, schaut Bluebricks schon für die Stargate-Lizenz zu. Wahrscheinlich. Ja. Aber wir kriegen das hier schon wieder zu tief. Die müssen höher. Nö. Süchen. Und jetzt haben wir hier die Kollegen einmal drumherum. Und wir gucken, was wir halt machen können. Was halte ich von Mold King? Sehr viel. Ich habe sehr viel Spaß mit vielen Sets von Mold King. Hab doch gerade erst eins im Video gehabt. Und davor noch die netten Blumen, die sich großer Beliebtheit bei mir im Schaufenster erfreuen. Und ich mich geärgert habe. Das war wieder so ein klassischer, ich freue mich, ich bin nicht immer klug unterwegs. Das müsst ihr wissen. Möglicherweise habt ihr ja auch schon das mitgekriegt, wenn ihr mich verfolgt, dass meine Schlauheit schwankend ist. Und ich habe euch den botanischen Garten von Mold King gezeigt und diese Orchidee, diese Nachtfalter-Orchidee. Und beide Videos haben wahnsinnig viel Feedback hinterlassen. Das ist bei mir ja auch ein Unterschied. Das ist jetzt den meisten Zuschauern natürlich völlig egal und das ist auch, das verstehe ich auch. Aber für mich gibt es Unterschiede bei den Videos, die ich mache. Manche Videos erzielen viele Aufrufe, das ist auch sehr schön, freue ich mich. Aber manche Videos bringen bei mir im Laden was, weil ich ein Set vorstelle, über das sich Menschen freuen und die kommen dann zu mir im Laden und kaufen entweder das Set oder was Artverwandtes oder bestellen das dann und so weiter und so fort. Und das ist dann ein Set, über das ich mich freue und das bringt eine andere Art von Resonanz. Bringt nicht so viele Klicks, aber Menschen freuen sich über Sets, die ich zeige. Und dann wäre es aber auch klug, wenn ich das Set bei mir im Laden hätte. Aber manchmal freue ich mich einfach drüber und dann mache ich ein Video. Und dann poste ich es und dann stelle ich fest, dass meine Händler das gar nicht auf Lager haben und dann muss ich da 4 Wochen drauf warten und denke ich mir, ja, doof. Das war jetzt nicht die beste Idee, das so zu machen, aber egal. Und wenn ich dann das Set bekomme, ist das Video 2 Monate alt und der Effekt ist verpufft. Aber das passiert mir halt manchmal. Ich bin da nicht immer ganz strategisch unterwegs, sondern ich mache das ein bisschen nach Impuls, Lust und Laune. Das ist ein Thema. So, aber wir kriegen das doch alles hin. Machen wir uns doch überhaupt gar keine Sorgen. Und dieses Schild ist doch auch hier, dieser Schild, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ist doch auch wieder ein Punkt, dass ich hier keine Sorge haben muss, dass der Stefan jetzt am Wochenende, wenn der Laden wieder aufmacht, dass ihr den am Donnerstag überrennt und sagt, boah, hier, Captain America Schild, brauche ich dringend. Bin ich ziemlich sorglos. Ich habe auch kein Schild da. Also das hier, das war's. Und dann, ja, wie gesagt, brauche ich da auch nicht wirklich vorbauen in irgendeiner Form. Wenn ich die NX1 zeige im Video und die was kann, dann sollte ich in der Hinterhand haben, dass ich mal irgendwie ein paar Dutzend davon kriege, damit der arme Stefan nicht allen Kunden sagen muss, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Ja, ist ja auch doof. Marcel, danke dir. Freut mich, wenn du es so siehst. Genau. 140 im Laden wärst du dabei. Das wird auf 140 runtergehen, das Set im Markt. Auf jeden Fall ist doch jetzt schon auf 160 runter. Das Set geht noch auf unter 140. Also man kann bei Lego, bei den Sets, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie auf 50% reduziert werden. Mal. Das ist bei den schlechten Sets, also der Liebherr-Kran wird auf jeden Fall auf die Hälfte gehen. Ich würde eher sagen, sogar noch tiefer. Der geht auf Cetros-Level. Cetros wurde deutlich über 50% reduziert im Markt. Also von daher, falls ihr Bock drauf habt, falls euch das Modell aus irgendeinem Grund gefällt, ihr euch mit vielleicht mit Kranen, nicht Kräne, ihr euch mit Kranen nicht so auskennt und ihr habt Bock auf so einen, dann haut rein. Der Gorilla ist da! Gorilla! Das ist der Urlaubsgorilla.
Der Gorilla und ich, wir werden, ich sage es euch, ab Donnerstag gemeinsam mit einem Drink in der Hand im Pool liegen. Und falls ihr das spannend findet und den Schabernack miterleben wollt, den wir ziemlich sicher machen zum Erschüttern unserer mitgereisten Frauen, folgt uns auf Instagram. Und ihr könnt dabei sein. Ja, nein, wir halten uns zurück. Das wird, wir sind einfach nur sehr gut gelaunt dort. Das mit einer ziemlich hohen Sicherheit. Süchen. Ja, willkommen an die sich alle dazu kürzen. Rebellenbasis heute für 100 Euro. Ja, da kommen wir schon langsam in eine akzeptable Gegend. Alle kleinen Händler da draußen, 100 Euro ist unter unserem Einkaufspreis. Und zwar deutlich, gell? Nur falls ihr noch ein paar braucht. So. Klar kenne ich die 4440. Ich mochte die Sets aus der Zeit, so die 2012er Zeit. Ich fand die eigentlich immer ganz gut. Mit 444. Halt mein 444. Nee, 443 war das. Machen wir es kurz. Wenn eine 4 dabei steht, muss es schon ein ziemlich gutes Set sein. Ist nämlich alt. So. Ja. Wir das V in Held steht für Völkerverständigung. Ganz genau. Wir sind auf jeden Fall dabei. Ich habe keinen Online-Shop, nein. Ich habe einen Laden in Frankfurt am Main. Kommt gerne vorbei, wenn ihr mal in der Gegend seid. Donnerstag, Freitag, Samstag ist er geöffnet und Stefan begrüßt euch. Anfang des Monats stehe ich im Laden. Das wird aber immer auf der Webseite kundgetan. Für alle, die sich nicht ganz sicher sind, ob ich da bin oder nicht, schaut einfach auf der Webseite nach. Und die Daten werden dort immer ein bisschen vorher bekannt gegeben. Also nicht einen Tag vorher, sondern schon ein Stück. Und dann Anfang September, Anfang Oktober bin ich auf jeden Fall auch da. Das steht jetzt schon fest. Und samstags übertrage ich, das könnt ihr ja auch sehen, ist ja auch online das Video, übertrage ich live aus dem Laden. Und dann seht ihr auch, nur dass ihr nicht überrascht seid, weil ich da am Wochenende jetzt wieder einige, ich war ja gerade im Laden, hatte ich einige dabei, die überrascht waren, dass sie nicht in den Laden rein konnten. Deswegen nochmal mein Hinweis, der Laden ist seit einigen Jahren schon nur noch als Thekenverkauf konzipiert. Ihr könnt quasi nicht durch den Bestand browsen. Das finde ich sehr schade, aber das ist leider nicht mehr möglich. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst an der Front. Richtig. Der Real Robin gönnt nochmal 5 Mitgliedschaften an die Community. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich hoffe, alle freuen sich. Süchen. Ist die Waldpolizei, genau. Ja, sehr gut. Ich habe davon diesen Bananenhelikopter gehabt. Die Waldpolizei finde ich gut. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die 4440 auch. Müsste ich als Set eigentlich haben. Ich habe neulich erst auch mal, ich habe so ein bisschen geguckt, es gab ja auch die, was waren die, 60174 oder? Das war doch auch so eine Bergpolizei, glaube ich. Die fand ich auch ganz cool und davor die 60130, die Polizeiinsel. Ich mochte immer diese Specials. Das fand ich immer witzig. Deswegen bin ich bei sowas immer dabei. So, der Super-Ehren-Robin macht da Dinge. Ein ehrenhafter Robin, so ist es. Süchen. Was denn, den Millennium-Falken? Nein, der Millennium-Falken ist nicht vom Mold King entwickelt, plus natürlich noch ein Star-Wars-Thema. Ich weiß, dass Mold King einige Sets da hat, die für Star Wars Fans sehr, sehr interessant sind, verständlicherweise. Aber nochmal, wo ich gerade ein paar Leute da habe, ist es doch gut, kann ich doch mal sagen. Falls ihr aus Bequemlichkeit, ich kann es verstehen, oder weil ihr einfach nicht wisst, dass das nicht Originaldesigns von Mold King sind. Falls ihr so ein Set beim Mold King kauft, auf eBay gibt es einen super Mold King Shop. Häufig auch gleiche Preise auf Amazon, schaut nach. Auf eBay ist auf jeden Fall der Mold King Shop, bei dem verkauft Mold King selbst. Direkter Versand ist sofort bei euch, zu sehr guten Preisen.
Falls ihr da was kauft, geht auf Rebrickable und kauft die Anleitung vom Designer wenigstens auch. Ich verstehe, dass man bei Mold King kauft, damit man sehr gute Steine, Gobrix-Steine bekommt und sich nicht die Mühe machen muss, die Teile zusammenzusuchen. Das kann ich nachvollziehen. Aber gebt dem Designer, ihr findet das mit schnellem Googlen, wer das ist, etwas für seine Designarbeit ab. Wichtiger Punkt. Die haben nämlich die sehr, sehr guten Ideen gehabt. Davon sollen sie auch was haben. So. Also ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, bei diesem Punkt hier, bei dem, was ich hier so baue, könnten wir hier nicht was Cooleres draus machen als ein Captain America Schild? Ich finde, das ist nicht das, also da geht mehr. Wollen wir es so ausdrücken, da geht mehr als ein Captain America Schild. Jetzt muss das hier noch ein bisschen weiter raus. Das ist ein bisschen lästige Anpassarbeit jetzt hier. Dass das quasi mittig ist. So, noch ein bisschen. So. Ja. Moment, wo ist rot? Hier, gelb soll zu rot. So. Okay, das muss auf jeden Fall noch weiter in beide Richtungen. Das ist halt gut, wenn man die ausgedruckte Anleitung nimmt, weil man da ja ein 1:1 Bild hat. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. So, also gelb sitzt schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch das hier ein bisschen anpassen. Das sitzt und das sitzt. So. Sieht ein bisschen aus wie ein Gasherd. Ja, hat verschiedene. Ich bin noch am Überlegen, in welche Richtung es hier gerade geht. Ist eigentlich richtig. So, und zwischendurch natürlich kann ich auch mal der kuschelnden Gemeinde den großartigen Heldentaler zeigen. Diese Sammelmedaille mit eingeprägter Jahreszahl gibt es für einen kleinen Fünfer inklusive Münzkapsel bei mir im Laden. Auch wenn Stefan da ist. Nicht nur, wenn ich da bin. Auch wenn Stefan da ist. Das nette Erdmännchen, was davor sitzt und eine große Freude für die ganze Welt ist. Ein Heldenerdmännchen. Dieses wunderbare Erdmännchen mit abnehmbaren Cape gibt es auch für einen Fünfer. Sehr bald bei mir im Laden. Ich hoffe, wenn ich im September aufmache, ist es da. Ich hoffe es. Wird gerade noch verpackt. Und dann wird das super. Söchen, nochmal. Das war bisher der nervigste Bauschritt. Das war wirklich, das brauche ich nicht. Also das war Mist. Also so, aber wir Dyson-Fähre draus mal. Ja, so ist es dann. Tasse gibt's online. Get Shirts. Ist unter dem Video auch verlinkt. Mit Sicherheit Merch postet auch gerade der liebe Toni den Link dazu. Da bekommst du die Tasse. Such dir ein Logo aus, geh auf Fotoartikel und geh auf dann das Produkt deiner Wahl. Ich muss mir hier mal eine entspannte. Ich habe doch hier noch meine alten. Guck mal, Grausamkeit gegen Mensch und Tier, das passt doch eigentlich noch ziemlich gut. Vor allem meine schöne Unterlage, dass ich da koordiniert das anbringen kann. Sichern. Guck mal. Wann kommen die Dream-Videos vom Sonntag, die wir gebaut haben, die Sets? Ich denke, am Samstag oder Sonntag müssten die kommen. Jetzt geht da runter, du komische Achse. So. Samstag oder Sonntag. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Technik-Audi am Samstag oder Sonntag bringe. Weiß ich noch nicht genau.
Das entscheide ich auch manchmal ein klein wenig spontan. Auch selten, selten zugunsten von mehr Aufrufzahlen. Ich weiß nicht warum. Ich sollte mir mal da Gedanken machen. YouTube hat ja auch immer Vorschläge für mich, was ich machen soll. Ich hab da noch die Statistiken noch nicht so wirklich beachtet. Ich denke mir, was da eigentlich wurscht. Krusty Krab, sechster Monat. Was hältst du bis dato von dem Set? Euer oh ja, du, der Bau ist sehr abwechslungsreich und spannend. Super Bautechniken. Es hält sich alles ein bisschen in Grenzen. Ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man ein riesiger, riesiger Captain America-Fan ist. Also wirklich jenseits aller gesunden Level sollte man sein, glaube ich. Also wirklich drüber so ein bisschen, ja, wo du denkst, das sieht langsam ungesund aus, so Fan zu sein. Dann bist du hier richtig. Dann glaube ich, ist das ein Set für dich. Wenn du sagst, auch Captain America, der ist ganz nett, gell, sieht ganz gut aus und so, dann würde ich die Finger davon lassen. Das ist nicht genug. Du brauchst wirklich das volle Programm. Und dann ist das falsch. Nein! Dann ist das aber auch schon eine harte Dosis hier. Sekunde. Das war nicht richtig. Gut, das kriegst du nie wieder auseinander, habe ich das Gefühl. Vielleicht doch. Wisst ihr, was schlau ist? Wenn da 2 steht, dass man auch 2 drüber macht und nicht nur 1. Möglicherweise habt ihr mir das auch die ganze Zeit geschrieben und ich habe es nicht gesehen. Danke für alles, was du tust, Patrick. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn es euch gefällt und unterhält. Das ist doch der gegenseitige Deal, den wir hier haben. Und dann passt. Das ist doch auch das Schöne. Ach, habe ich wieder so einen Bericht über lineares und Demand-Fernsehen, Streaming und YouTube gesehen. Und haben die wieder rum erzählt, bla bla. Jedes Argument ist für mich für die Tonne. Wenn ich denke, dass ihr hier bei YouTube, wenn ihr wollt, schaut ihr mir zu. Wenn ihr keinen Bock habt, nicht. Das Beste. Das ist die beste Lösung einfach. Fertig. Und der Kanal hier existiert so lange, wie ich Lust drauf habe. Und wie, falls er nicht mehr laufen sollte, ich noch genug Zeit habe, was zu machen, was kein Geld bringt, nur weil ich Bock habe. Es ist die beste und schönste Lösung für Unterhaltungsmedien. Und so sollte das mit Unterhaltungsmedien sein. Unterhaltung, wir reden über Unterhaltung. Ja? Das ist die beste und fairste Lösung für alle Beteiligten. Und deswegen stehe ich so auf YouTube. Ich finde, das hat das sehr, sehr demokratisiert, dass so wie diese kleinen Kanäle in Staaten, das Bob Ross auch geschafft hat. Auf so einem kleinen Spatenkanal hat er sich hingestellt und hat Bilder gemalt. Ich finde sowas einfach sensationell. Ich hab da immer die beste Laune, wenn ich sowas sehe. Ehrenrichowa ist auch dabei. 10 Mitgliedschaften raus. Sehr, sehr, sehr ehrenvoll. Vielen Dank dafür. So. Hä? So. Bob Ross ist der Beste, oder? Ich meine, Entschuldigung, nichts geht über Bob Ross. Ich meine, wenn du mit der Frise einfach selbstbewusst durchs Leben gehst, bist du sowieso schon ganz weit oben. Das ist halt einfach groß. Der Mann hat es massiv drauf. Da. Und ich meine, er hat 200 Mal das gleiche Bild gemalt und ich fand es immer cool. Und am besten waren immer die Folgen, wenn er vorher die Leinwand bearbeitet hat. Da hat er alles in lila gemalt und sonst irgendeinen Käse und irgendwas und dann schwarze und dann sein Liquid Clear. Und dann ging es ab und dann hat er angefangen, da drauf weiß zu malen und dann hat sich das Violett vom Untergrund mit reingemischt. Wow. Ach, da ging es immer, das ging immer so geil ab. Und sein Liquid White natürlich immer. Und seine geilen Farben, die er da benutzt hat. Ich habe ohne Faxen, also Bob Ross ist für mich einfach der absolute König dieser Unterhaltungsform, die ich ja eigentlich auch mache. Und er hat es halt einfach massiv drauf. Keiner kommt an Bob Ross dran. Man nimmt sich ein Thema, mit dem fast keiner was zu tun hat. Und intensiviert es einfach so hardcore. Das ist schon sehr, sehr.
Sehr, sehr gut. Und der war immer so wahnsinnig nett. Wahnsinnig nett. Und hat dann, ja, Titanium White ist wichtig. Und das Phthalo Blue. Und das, der hat immer die geilsten Dinger dabei gehabt. Und dann hat er mal hier ein Eichhörnchen, da ein Vogel. Und jeder Baum, den er gemalt hat, braucht einen zweiten, weil jeder Baum braucht einen Freund. Zack, zweiter Baum. Und immer bei den Ästen genug Abstand lassen, damit da kleine Vögel sitzen können. Ja, hat er recht. So macht man das. So macht man das. Er weiß es. Er weiß es einfach. Sehr, sehr ehrenhafter Bob Ross. Ein ganz ruhiger Fahrer, ich bin mir sicher. So wie wir hier auch. Die entspannteste Community im ganzen Internet. Alter, also das ist bautechnikmäßig wirklich zum gemütlichen Davonrennen. Also das macht wirklich, also das ist einfach Spaß. Das ist purer Spaß. Einfach geil. Alter, was das für ein... Ruhig bleiben. Ich bin doch ein ruhiger Fahrer, da kann doch gar nichts schief gehen. Noch ein Stück. Ich sag's euch. Das ist das macht keinen Spaß. So. Jetzt gucken wir mal. Oh, achtmal. Das ist doch genau meine Größenordnung. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Perfekt. So. 2, 4, 6, 8. Deckel drauf. Machen wir auch gleich. Deckel, Deckel. Hip. Weggefloppt. Perfekt. Ja, es sieht nach Farbseuche aus, aber nur wegen hier, dass der Kontrast mit dem Blau-Gelb-Weiß ist halt gerade ein bisschen stark. Aber bis auf Gelb ist also Rot-Weiß und Blau bei Captain America, lasse ich mir einreden. Sage ich in Ordnung, das ist gut. Das geht schon. Ich hätte natürlich wesentlich lieber Silber gehabt, brauche ich nicht drüber reden, haben wir eingangs schon erwähnt. Da waren aber vielleicht noch nicht alle da, für die, die später zugeschaltet haben. Machen wir. Wann baue ich wieder Star Wars Live? Haben wir doch gerade gemacht. Ist doch gerade erst geschehen. Es wäre jetzt ein bisschen lahm, das direkt nochmal zu machen. Und es gibt ja auch von Star Wars gerade nichts, was jetzt mal Livestream tauglich wäre. Da müssen wir mal gucken, ob sich da nochmal irgendwas ergibt. Falsch? Warte. Halt. Wieso sagt ihr falsch? Die Dinger müssen drunter. Die Dinger müssen drunter. Da habt ihr recht. Zum Glück unter die finalen Blauen, die mich nicht stören. Zum Glück unter die finalen Blauen. Guck, wie gut, dass ich euch Aufpasser da habe. Ich hätte am Ende, na gut, wahrscheinlich hätte ich es am Ende des Bauschritts, aber es ist immer gut, so früh wie möglich das zu sehen. Desto besser ist es. Und dann kann gar nichts schief gehen. 12-mal! Traumhaft. Also, da sind wir doch. Sollte. E. Da. Und da. Ja, also ich bin immerhin froh, dass in einem Bauschritt nur eine Wedgeplate ist. Kennt ihr das? Also das ist eine Wedgeplate, ja? Das weiße Ding da. Und die kennt ihr ja mit Sicherheit. Und die sind super lästig, wenn man davon zwei hat, weil das wie ein alter USB-Stecker ist, dass man grundsätzlich einen Falschrum erstmal reinsetzt und grundsätzlich liegt das Ding auf dem Kopf und man nimmt es in die falsche Richtung in die Hand jedes Mal und die nerven mich, vor allem wenn in einem Bauschritt
beide Seiten drin sind. Das ist das Letzte. Ich bin gespannt, wie die das hier später regeln, weil hier werden ja wahnsinnig viele Wedgeplates verbaut bei diesem Set. Also falls ihr die braucht, 2x6 Wedgeplates. Zum Säufüttern sind die hier drin. Moment mal, hier ist noch irgendwas. Halt, Moment. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, okay. Gut, das ist richtig so. Ich habe mir schon gedacht, hier ist doch irgendwas, habe ich doch am Ende was falsch gemacht. Also wir sind wieder hier. Wir bauen jetzt aber erstmal die 12 Kollegen drauf. Und die bauen wir anscheinend überall gleich drauf. Zumindest sehe ich keinen echten Unterschied zwischen den verschiedenen Kollegen hier. Also gehen wir damit einfach mal knallhart durch. Wir kennen da gar nichts. Und dann gucken wir. Oh, wieso steckt man den USB-Stecker falsch rum ein? Ah, bist du sehr, sehr jung? Oder einfach der harte Könner, dass man noch nie einen USB falsch eingesteckt hat. Das kann natürlich auch sein. Ich hab immer großes Verständnis dafür, dass man sagt, also, dass man halt hart flext, weil einem selbst das noch nie passiert ist. Das kann natürlich sein. Söchen. Ah, der Pottmensch. Sehr gut. Glück auf. Ja, jetzt würdest du dir wünschen, dass ich auf 4K meine Videos mache, gell? Machen wir aber nicht. Söchen. Das kommt bei Käufern hier nicht gut an, das Set. Das ist jetzt schon klar. Als UFO, USB-A braucht immer drei Versuche. Ja, das ist klar. Wenn du eine 50-50-Chance hast, brauchst du drei Versuche. Ich 100%. 100% so muss es sein. Normaler USB ist ja jetzt, oh, also USB-A hier, ich schaffe das immer hier, mein Mikro auch vorne am Rechner falsch einzustecken. Jedes Mal. Immer. So, 22, das bin ich. 22, das sieht nach mir aus. Sehr schön. Ah, wir bauen wieder die Dinger zusammen. Das ist quasi eine Wiederholung von dem Bauschritt unten. So, 22 Stück und wir klöppeln sie zusammen und 11 Mal dann. Okay, machen wir. Das Ding hat 26 Tüten. Ich muss mal gucken. Ich quassel noch ein bisschen viel. Also meine Baugeschwindigkeit ist nicht wirklich hoch, merke ich. Ich muss noch mal schauen, ob wir die nicht noch ein bisschen steigern können, damit wir eine Chance haben, die Großartigkeit des Sets auch noch wirklich zu erleben. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch hinkriegen. So, was machen wir jetzt? Da drauf mit drei Abstand. Okay. Das kriegen wir doch hin. Drei Abstand, drei Abstand. Süchen. 20 Mal, alles klar. Ich finde es gut, dass hier auf jeden Fall keine Abwechslung aufkommt und bisher auch wir noch frei von jeder Bautechnik sind. Das entspannt mich auch noch ein klein wenig, ja? Das wäre ja am Ende stressig. Das hat momentan was wie die Auslieger vom Kran bauen. Da hast du auch komplett das Hirn abgeschaltet und hast einfach stumpf paar tausend Pins zusammengejubelt. Und das war's. Da war auch nichts los. Aber beim Kordelnknoten, Freunde der Nacht. Das fand ich so schön an der Titanic von Lego. Im Gegensatz zu der von Kobi, dass man nichts knoten musste, weil alles mit den Kordeln am Ende mit Stopp geregelt worden ist. Mal 18. Aber das Geknote hat mich echt genervt. Da können die doch einfach am Ende von so einer Kordel in Stud bauen. Und der wird dann in der E9 Kabeltrommel befestigt. Ende. Eingehakt, gewickelt, hält. Dann fangen die mit dieser doofen Knoterei an. Ist nichts für mich. Die Ritova hier, aber direkt nochmal sehr, sehr ehrenvoll die Community vergrößert. Zack, nochmal 10 Mitgliedschaften. Vielen Dank dafür. Na, ich weiß noch, wir haben mal früher so ein Holzschiff gebaut. Also eins, wo man auch die ganzen Planken erst nochmal
in Wasser einweicht, ja, damit, warte mal, was will er jetzt von mir? Halt, kurz, kurz, kurz dabei sein, gedanklich. Richtig ist, dass es nach oben geht, nicht nach unten. Okay. Also wo man das wirklich komplett einweicht und dann auch alles verknotet und so weiter und so fort. Und da habe ich echt gedacht, bei der Takelage habe ich einfach abgewunken, habe ich gesagt, okay, Freunde, das kann wer anders machen. Ich habe mich erholt vom Bagger, klar. Direkt. Das klappt doch. Ehrenritual, so ist es. Ist eigentlich hinten betont? Ritoba? Ritoba? Ehrenvoll auf jeden Fall. Kuschel-Community, ja, einen schönen guten Abend. Ja, wenn es Fort Kobe wäre, können es Kugeln stoppen. Das ist wohl richtig, ja. Lego hat halt, hat eine. Lego-Teile sind sehr weich. Und so setzen sie sich halt auch. Da ist keine große Klemmkraft dahinter. Nur so viel, dass es hält, aber nicht mehr. Die Kopfhörerfrage muss 5-minütlich im Stream kommen. Da sind wir doch aber. Das ist ja eine. Dafür haben wir doch unseren Command, aber. Ich glaube, unser lieber Lord hat den schon auf dem Shortcut hängen, oder? Ziemlich sicher. Moment mal. Den. So, und jetzt sollen wir den versetzt machen. Ja, ist doch klar. Also. Aber gut, das. Vielleicht nicht klar. Ist das klar? Ist eigentlich schon klar, oder? Gelenke versetzt. Aber ich meine, das ist ja wie beim Burgenbau, dass man schaut, dass die Schnittstellen halt eben nicht übereinander sind, damit natürlich Stabilität in das Konstrukt reingeht. Aber gut, es ist nie ein Fehler, es nochmal zu sagen. Es ist nie ein Fehler, es nochmal zu sagen. Das ist wohl richtig. Das beste Technikset, was man aktuell kaufen kann. Neu. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wie immer kommt es stark darauf an, wo dein Fokus ist. Bei manchen Bautechniken ist Kader ganz vorne. Bei manchen Farben und der Teilequalität sehe ich Mold King vorne. Wenn du auf abgefahrene Sachen stehst, hat auch Happy Build immer was. Also ich mag den Kader Ferrari, wenn man diese Art von Auto haben möchte. Ist halt die Frage, wie sehr einen das schon langweilt, weil man sagt, okay, es ist das nächste 1 zu 8 Supercar. Ja, ist halt irgendwie dann immer der Punkt. Ich persönlich bin ja eher bei sowas in der Kategorie, hat Moltking ja auch sowas in der Richtung wie der 42055. Den habe ich euch von Moltking auch vorgestellt, dieses absurde Monster. Der war halt cool, wobei ich sagen muss, ich kann auch auf die Fernsteuerung bei dem Technikmodell verzichten mittlerweile. Alle Leute, die gerne viel Technik bauen, haben so viele Motoren zu Hause, die bauen keine mehr. Und man hat die Funktion einmal, guckt sie sich an und sagt, okay. Aber ich finde es zum Beispiel unglaublich lästig. Ich habe ja den großen Kran, den Liebherr, gerade im Laden stehen. Ich habe die Batterie natürlich rausgenommen, das Ding hat ja auch keinen Akku. Und er hat keinen Leerlauf. Das heißt, das Ding ist jetzt, das steht so. Du kannst keinen Auslieger verändern. Das ist so. Du kannst jetzt natürlich die Achsen aus den Motoren ziehen, eine Kurbel dran machen und das da hinkurbeln und wieder einstecken. Aber ich mag da eine statische Version, die kannst du schieben, da kannst du alles bewegen, kannst dran kurbeln. Ich mag das. So, was machen wir hier eigentlich gerade? Okay. Echt jetzt? Okay. Dann machen wir das 18 Mal. Ab geht er. Ah, ein 124er E500. Ich wäre sowieso für viele alte Autos viel eher als für die neuen, weil sich sehr viele von den alten Autos einfach auch von der Formensprache für Klemmbausteine viel mehr eignen.
Die aktuelle Supercar-Welt ist einfach für Klemmbausteine suboptimal, würde ich es nennen. Ihr spürt die Abwechslung oder die Begeisterung. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, verstanden, warum ich euch dabei haben möchte, oder? Weil so habe ich euch, ja? Das ist die Sache. Weil sonst würde ich hier so sitzen und dann bohrst du dir halt langsam aus Verzweiflung ein Loch ins Knie. Ja, und wem ist damit geholfen? Und das willst du nicht, dann schwindet der Lebenswille. Ja, das alles nicht gut. Deswegen habe ich euch dabei, wir können ein bisschen plaudern. Ich bilde mir ein, ich kann bei der Tätigkeit auf ein bisschen Aufmerksamkeit und Grips verzichten. Und falls ich was in meiner gelangweilten Art falsch mache, werdet ihr schreien. Habt ihr ja vorhin schon wunderbar gemacht. Ich baue und unterhalte mich dabei ein bisschen, oder? Mann, was soll denn schief gehen? Und ich kann mir jetzt dabei zum 20. Mal The Mentalist angucken. Aber muss ich nicht. Niemand muss sich hier ein Loch ins Knie bohren, ja? Finde ich auch. Ich bin da auch dagegen. Das ist kein Konzept. Das hat keine Zukunft. So. Gucken wir nochmal. Jetzt da ziemlich weit vorne mit einem Abstand. Alles klar. Moment mal. 18. Da brauchen wir einen Abstand. Halt! Wir fangen hier an. Oh Gott, blüht mir das im nächsten Bauschritt jetzt nochmal? Dass ich das einfach nochmal machen muss? Muss ich das... Wieso ist da eins Abstand? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem nächsten Bauschritt. Ich will gar nicht hinscrollen. Ich muss das gleich nochmal machen. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Vielleicht, ich frage jetzt mal für einen Freund. Ah, das wird rumgedreht. Okay, es wird rumgedreht. Ich weiß nicht warum. Aber es macht nichts. Nächste Tür. Ja. Tobi hat einen neuen Maserati angekündigt. Ich weiß, ich weiß von nichts, aber ich. Wie ihr wisst, bei News bin ich nicht wirklich der Ansprechpartner. Ich warte einfach immer, bis es tatsächlich irgendwas gibt, was geliefert werden kann. Dann bauen wir es auf und gucken es uns an. Vorher finde ich alles davor einfach nur halt Gerede. Ich meine, wir gucken ja dann auch über die Lego-Webseite, wenn da irgendwie neue Produkte angekündigt werden. Vor allem die exklusiven, die ich nicht bekomme. Aber haben wir über den Liebherr gesprochen, bevor er rauskam? Ich weiß gar nicht, ob ich das mitgekriegt hatte in vollem Glanz und Gloria. Ich weiß gar nicht, bei manchen Sachen, den haben sie ja so rausgeschoben, den Liebherr, so, da ist er jetzt. Ich meine, für die großen Sportwagen gibt es immer eine Pressekonferenz und den ganzen Shishi. Der Liebherr-Bagger wurde ja so Dienstag in der Nacht wie so ein, ungewollt ist da irgendwie dazugeschmissen, oder? Ich denke an die M&M's. Ich habe euch schon was gefragt, die antwortet in der Zwischenzeit, kann ich kauen. Respekt für mein Durchhaltevermögen, ich danke dir. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich bin ja Deutschlands Klemmbausteintester. Also, ich teste es, ihr müsst nicht. Ihr könnt ein bisschen zuschauen und euch einiges im Zweifelsfall ersparen. Ich denke mir mal, es gibt so coole Sets, die man machen könnte, und dann kommt das. Aber hey, irgendjemand freut sich vielleicht, ja? Irgendjemand freut sich vielleicht über dieses Set. Und da ist Lego nicht an Geld mangelt, ist uns doch auch egal, ob sie mit dem Set hier Geld verdienen oder nicht.
Wenn sich dafür der ein oder andere Kunde freut, ist doch allen geholfen. So. Und einen härteren Flop als den Liebherr wird Lego jetzt eh erstmal nicht einstreichen. Ja? Also was soll passieren? So, 36 Mal. Okay, jetzt kommt der innere Kranz drauf. Alles klar. Auf Höhe hier fangen wir an. Und da nehmen wir jetzt einfach. Das sieht aber irgendwie nicht richtig aus. Ah! Es wollte nicht einrasten, das garstige Tier, aber sollen die jetzt echt alle so aneinander? Okay. Also das ist so ein relativ neuer 2x6, eine 2x6 Wedgeplate. Und die dürfte noch relativ selten sein. Ich weiß nicht, wo ist die vielleicht schon mal vorgekommen? Ich überlege gerade. Das ist ja in diesen Bildern und so, kommen diese Wedgeplates ja sehr stark vor, um Farbübergänge auch in Winkeln hinzukriegen. In Rot könnte im Rolling Stones was drin gewesen sein. Dann gab es noch diese Weltraum-Dingstar-Geschichte da mit diesem Nachthimmel. Die war aber auch eher, war die blau? Bin mir nicht sicher. Wo könnte das noch gewesen sein, das Ding? Also, ich weiß nicht, ob es noch irgendwo vorgekommen ist. Aber auf jeden Fall diese Ecke. Deswegen sind diese Teile noch relativ selten. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Bricklink der Einzelteilpreis hierfür noch etwas höher ist. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie hoch die Nachfrage nach so einem speziellen Element ist. In 2x6 in Blau. Blau ist ja jetzt nicht sowas wie hellgrau, worauf wirklich viele warten für ihr Raumschiff oder so. Deswegen, das passt schon. So, das haben wir gemacht. Sieht auch circa so aus. Bisschen schiefer, aber passt schon. Und jetzt bauen wir hier die drauf. So. Ah, ich habe den Eisengolem übrigens auch gebaut von Minecraft. Ich weiß nicht, ob ihr da vorhin schon mal drüber nachgefragt habt. War okay. Mit diesen Angaben einmal bin ich komplett unterfordert. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Es wird schief gehen. Einmal. Ich weiß nicht, was einmal ist. Zweimal verstehe ich auch schon nicht mehr. Also unter 16 mache ich eigentlich nichts. Einmal. Ja. Übrigens, ich wollte mal kurz daran erinnern. Auf der Lego-Seite. Modellbauer werden begeistert sein. Es ist ein fesselndes Bauprojekt, ein lohnendes Bauprojekt, ein detailreiches Bauprojekt und es ist ein tolles Ausstellungsstück. Und Lego sagt, das Schild, nicht der Schild. Ich wollte es nur mal kurz zusammenfassen für die, die später dabei waren, als wir am Anfang die Lego-Seite durchgelesen haben. Das fesselnde Bauprojekt sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Ein quälendes Bauprojekt vielleicht eher. Am Ende sieht es vielleicht cool aus, wenn es dann hier so steht. Aber fesselnd ist es wirklich nicht. Es ist nicht fesselnd. Der arme Marketingpraktikant hat das Set wieder nicht vorher gebaut. Er weiß nicht, worüber er schreibt. Und er hielt es wahrscheinlich auch für ein Verkehrsschild. Sonst hätte er es ja nicht das Schild genannt. Machen wir es kurz. Das hättest du auch schon ein paar Tage am Markt. Wieso werden solche Fehler auf der Webseite nicht korrigiert, frage ich mich jetzt gerade mal bei so einem großen Konzern. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum das nicht funktioniert hat, aber das Fehler auf der Webseite, glaube ich, haben wir doch jedes Mal, wenn wir auf die Webseite schauen.
Ich glaube, es ist wirklich, die wird ja eher so husch-husch gemacht, die Webseite. Und hat ja auch die Bediengeschwindigkeit des Grauens. So. Ah, das soll ich zweimal. Ja, richtig. Zweimal finde ich gleich schon wieder, ist schon wieder der richtige Weg. Achtmal hätte ich cooler gefunden. Der Praktikant hat keine Zeit gehabt. Ja, so ist das. Manchmal ist das so. Der ist auch im Stress. Der Praktikant muss vieles machen. Der Praktikant muss, nachdem er die Webseite beschrieben hat, mit Copy-Paste-Texten aus dem wahrscheinlich Autoübersetzer von Google, das sind ja schließlich englischsprachige Produktbeschreibungen, danach muss er sich noch um Social Media von Lego kümmern. Das ist einfach, der hat viel zu tun, der arme Kerl. Der hat viel zu tun. Das ist hier übrigens Social Media. ChatGPT macht heutzutage auch recht. Ich habe, Thor Sommer habe ich schon. Ich bin übrigens jetzt seit einer Woche dabei, auch in Social Media eingetaucht und habe herumkommentiert, falls ihr das gesehen habt. Das ist sehr aufregend. Das Problem ist nur, ich gehe rein und kommentiere was und aktualisiere und es sind 60 neue Kommentare da. Und ich denke mir, okay, da kommst du nicht hinterher. Aber manchmal schaffe ich es zumindest in einem Video dann ein paar Mal zu kommentieren und dann klappt es. Ich werde gucken, ich find das witzig. Ihr schreibt viele nette Sachen unter die Videos, auch mal spannende Sachen tatsächlich, Sachen. Bei dem Kran-Video, ich bin nicht so tief im Kran-Thema drin. Und das ist dann spannend. Ich finde das wirklich. Ich find das prima. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich aufrechterhalten kann, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und dann guck ich mal. Guck ich mal, guck ich mal. Ich guck mal, wie weit das geht. Ich finde es auf jeden Fall sehr nett. Und kann man noch so ein wenig Austausch haben. Ne? Ich meine, wir haben eigentlich viel Austausch, weil wir sind ja auch hier und live auf Twitch und so weiter. Also wer sich austauschen möchte, kann. Aber manche sind ja tatsächlich nur auf YouTube unterwegs und dann ist es, und auch nicht auf Instagram und sonst wo. Und dann ist es so auch mal ganz nett. Richtig. So. Was mache ich jetzt? Jetzt mache ich die hier. Dann beide umgefallen. Mann, 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 Mann. Einfach der Ungelenke. So, in der roten Heldentasse habe ich noch gar nichts. Das ist eigentlich ein guter Gedanke. Ah, ich habe doch hier noch eine gesunde Atlanta-Brause auf Lager. Die muss ich da auch nochmal angehen. Und da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ein Träumchen. So. Deine Antworten wurden bemerkt. Ha! Ja, ehrenvoll. Ja, ich meine, ich habe ja auch geantwortet. Also, ja, immer mal so zwischendurch. Aloha, unser Gorilla ist auch noch da, ja? Das ist, wir haben sehr, sehr pelzigen Besuch hier. Und am Donnerstag sind wir leider nicht auf Twitch live, weil wir beide. Wie gesagt, einer schönen Strandbar verweilen werden. Aber wir schicken euch per Instagram ein schönes Foto. Garantiert. So. Und möglicherweise trällert Gorilla zu dieser Zeit schon volkstümliche Lieder. Also Lokale. Live von der Poolbar, genau. Also da kann gar nichts schief gehen. Sie werden uns alle lieben vor Ort. Das weiß ich jetzt schon. So. Haps. Das haben wir. Und das setzen wir jetzt hier drauf. Was ist das?
Also auch mal. Seht ihr das? Also nur mal zur Farbtreue von Lego, gell? Ich weiß nicht, wie viele Blautöne ihr seht. Da ist kein Azur drin. Das soll alles gleich blau sein. Das ist halt fast erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Take Me to Texas könnte möglicherweise auch laufen, ja. Wenn der Gorilla freie Wahl am DJ-Pult hat, hat er möglicherweise ruckzuck sein Telefon angeschlossen und dann haben wir George Strait an der Bar. Oder beim Sonnenuntergang ganz romantisch Need You Now. Oh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, alle auf einmal. Wir sind mit dem Set ja quasi fertig jetzt. Sehe ich das richtig? Wir bauen jetzt nur noch diese Dinge. Oder? Also nur mal, damit ihr seht, was wir bisher gebaut haben. Stunde 50 bisher, inklusive allem, was ich so immer erzähle. Das ist das bisherige. Ich nehme an, das soll nach unten dann. Was cool wäre, wäre, wenn das hier so, also, dass man das halten könnte, oder? Weil hier reingreifen ist jetzt fast angenehm, wegen der Kanten hier. Ja. Es ist aber echt ziemlich klein, das Ding. Also das ist ein Schild, hinter dem ich mich nicht verstecken wollte. Weil, ich meine, ich halte mir das so hin und links und rechts werden mir die Arme abgeschossen. Liegt auch daran, dass ich so eine Maschine bin. Aber ihr wisst, was ich meine. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Das bin ich. So. Na, frag mal Winter Soldier. Ja. Da hast du recht. Hä? Ja? Warum sind hier die Viererplates drin? Ah, die kommen unten drunter. Nee. Das hier oben ist doch keine... Das ist das falsche Bild hier oben. Seht ihr das? Warte mal, wir gehen mal kurz hier rüber. Das ist das falsche Bild. Das sind zwei Wedgeplates. Das ist das falsche Bild. Machen wir es kurz. Oder die haben die Tüten falsch gepackt. Das kann auch sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall passt die Anleitung, das Anleitungsbild nicht zur Tüte, die ich habe. Aber gut. So, 18 mal der gleiche Bauschritt. Da komme auch ich mal auf die Idee, die Grütze hier kurz voneinander strategisch zu trennen. Damit das zueinander passt. So. Das coole Lego steht für Qualitätskontrolle, ja. Das ist wohl richtig. Aber jetzt mal ohne Faxen. Ich denke mir das aber bei Blue Bricks auch oft. Die wollen wachsen wie Teufel. Lego möchte jedes Jahr wachsen in neuen Märkten. Weniger jetzt bei uns in Deutschland, das ist nicht mehr so wichtig. Aber in anderen Märkten wollen sie stark wachsen. Und dafür bringen sich immer mehr Sets raus.
Es gab zu meiner Zeit, als ich mit dem Laden angefangen habe, also nicht als ich mit Lego gebaut habe, sondern als ich mit dem Laden angefangen habe, gab es nicht die Hälfte der Sets von heute. Und die Sets haben weniger als die Hälfte gekostet. Das heißt, wenn Lego damals quasi von jedem Set die gleiche Stückzahl verkauft hat, haben sie nur 25% vom Umsatz von heute gemacht. Es gab damals, die teuersten Sets waren 400 Euro und das waren die Star Wars UCS, die kosten jetzt 850. Und es gab viel weniger Sets, es gab so wenige Sets im Markt und wenn ich sage, es gab 300-400 Sets, da meine ich auch die ganzen blöden Polybags und so ein Zeug. Heute gibt es 1000 Sets von Lego pro Jahr. Es ist abartig. Also inklusive allem Scheiß, also auch dem ganzen Kleinkram. Und wenn du halt in der Menge Sets raushaust, steigt automatisch extrem die Fehlerzahl. Ganz extrem. Ja? Automatisch. Und das merkt man halt einfach bei Sets wie dem Liebherr, dass auch die Entwicklung nicht funktioniert hat. Der sollte ja letztes Jahr schon auf den Markt kommen. Ist erst dieses Jahr gekommen. Das siehst du an Fehlern in Sets, an Baufehlern. Die Airbus-Rettungs-Hubschrauber-Katastrophe war ja auch so ein Ding. Sachen auch, dass man die Cheops-Pyramide Cheops-Pyramide nennt, obwohl es die gar nicht ist. Und ich glaube, dass man hier auf der Webseite Grammatikfehler hat und Fehler in der Anleitung. Es addiert sich halt mittlerweile und es sind halt pro Jahr 50 von diesen kleinen Fehlern, die Lego macht. Oder großen Fehlern, wie Liebherr-Kran oder Airbus oder so. Und das merkt man halt schon. Also wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man schon, dass Lego und die Teile werden schlechter. Also es addiert sich halt einfach. Was auch verständlich ist, also wenn man innerhalb von 10 Jahren sein Produktportfolio vervierfacht, und ich glaube, es ist mehr als vervierfacht, was Menge und Anzahl der Sets angeht, also Größe der Sets und Anzahl, dann steigt auch die Fehlerquote. Darf ich sehen, 16. Monat, die Zeit verfliegt, bald gibt es wieder Spekulatius, da hast du recht. Und dann ist halt ein Thema. So, 18 Mal, das wird ein Fest. Normalerweise, wenn man so viel Geld verdient wie Lego, weil die Leute sind ja Neukunden, die wenigsten waren ja dabei zu meiner Zeit. Die allerwenigsten. Vor 10 Jahren war Lego, wie gesagt, noch viel, viel kleiner, viel unbekannter. Was die Produkte angeht, jeder wusste, was Lego ist, aber man hat es nicht so auf dem Bildschirm gehabt, weil das ganze Merch-Nummer noch nicht so ausgeprägt war, dass man wirklich zu jedem Film was am Start hatte, etc. Und damals war die Community ganz eng und sehr aktiv. Die ganze A-Voll-Bewegung, ja, das war ja so ein mächtiges Ding damals. Und auch Fachhändler wie mich, die ausschließlich Lego hatten. Und Lego hat sich explizit jegliches Feedback, wie soll man sagen, verboten haben sie es nicht, aber... ich habe mir gesagt, wir brauchen kein Feedback. Wir wissen, was richtig ist. Und das ist immer so eine Geschichte, das geht nur so lange gut, wie wirklich Top-Leute da sitzen. Also Produktleute, Top-Produktleute. Wenn die dann mal anfangen zu schwächeln, weil sie, weil von denen Unmögliches gefordert wird, dann fängst du an, Fehler zu machen und triffst falsche Entscheidungen. Ist ein gefährliches Spiel. Würde ich nicht zwingend machen. Aber es läuft ja noch gut. Also mal gucken. Die Füchse wissen, was gut ist. Genau, vor allem die Beraterfüchse, die haben, die vom Produkt keinen blassen Schimmer haben. Aber, ne. Ist ihre Firma. So. Kein Ding für uns. Wir schauen es uns von außen nur gemütlich an. Und hin und wieder haben sie ein gutes Set. Darüber freuen wir uns.
Da kommt ein Ding. Hamburger Keule gehört die Mitgliedschaft. Lieb von dir, vielen Dank. So, mal, das kommt hier hin, das kommt dahin, das kommt dahin. Das ist interessant, da ist ein kleiner Abstand dazwischen. Das sieht komisch aus, aber der soll dahin. Der soll dahin. Also wir machen das übrigens 36 Mal. Es steht jetzt 18 Mal da. Aber nur, weil wir ganz leicht was an der Bautechnik ändern. Nicht, weil tatsächlich was anderes passiert, sondern es ist einfach nur eine ganz leichte Abwandlung. Ach, jetzt komm. Ist eine ganz leichte Abwandlung des Elements. Deswegen, wir sind beim letzten Bauschritt angelangt und den müssen wir halt sehr, sehr oft durchführen. Und danach haben wir noch den Sockel, den wir bauen. Nur schon mal unter uns. Manuel, willkommen in der Kuschel-Community. Ebenso der Ruhmonster auch dabei. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten und habt sehr viel Freude. So, da gucken wir. Heps. Du hast keinen Teiletrenner gesehen, der liegt da vorne. Das war der wertvolle Teiletrenner, der kam am Anfang zum Einsatz. Also ich hab ihn kurz gezeigt, zum Einsatz kam er noch nicht. Bisher habe ich das Zeug auch so auseinandergekriegt. Aber ich mache keine Fehler, wie es alles beim ersten Versuch. Entschuldige mal. Profibauer, kann gar nicht schief gehen. Sven, auch dir, willkommen in der Kuschel-Community. Für alle, die sich das nochmal fragen, wenn man Mitglied im Kanal ist, hat man zum einen... Oh, ich habe noch die Monatszusammenfassung. Ja, vielleicht, liebe Mohohuts, später, wenn wir nochmal plaudern nach dem Stream, seid doch so gut und erinnert mich nochmal dran, ich habe Monatszusammenfassungen vom lieben Urs bekommen. Ich muss die mal live schalten. Ich hatte eine schon mal im Member-Bereich, deswegen komme ich jetzt drauf, im Member-Bereich schon mal online gestellt. Vor Monaten schon. Das ist zum Beispiel, also wenn ihr Member seid, seht ihr sowas oder falls ich eine Community-Frage im Member-Bereich mache. Aber vor allem habt ihr die wunderbaren Emotes und könnt, wenn ich einen Livestream aus dem Laden mache, seid ihr auch im Chat dabei, wenn ich kein Auge drauf habe wegen Moderation oder irgend sowas. Dann gehen wir da auf den Member-Chat, damit da nicht die ganzen dämlichen Sexy-Bots und Werbebots reinkommen. Die momentan super nervig, echt unter jedem Video, die ersten 10 Kommentare sind alle diese dämlichen Bots. Und ich verstehe nicht, dass YouTube die nicht wegkriegt. Die haben immer die gleichen Profilbilder. Also das muss doch eine Software wie Google hinkriegen, dass die merken, dass das diese Bots sind. Ich verstehe es nicht, wie das sein kann. Ich banne jeden Tag 50 bis 100 von diesen blöden Bots. Dass das nicht automatisiert geschieht, ist mir ein absolutes Rätsel. Und jedes Mal kommentieren sie den gleichen Blödsinn. Aber sagen wir mal. So, nach dem Schild, ob ich noch was anderes baue, wenn ich diesen Schild fertig habe. Ich weiß noch nicht genau, was mit meinem Gesamtlebenswillen da noch los ist. Ich muss dann erstmal, glaube ich, Motivation sammeln, überhaupt noch, ob das, ergibt das Leben dann überhaupt noch Sinn? Das müssen wir schauen. Vielleicht plaudern wir einfach noch ein klein wenig und wir gucken dann mal auf die Zeit, was los ist. Im Zweifelsfall habe ich auch noch irgendwo die Yamaha rumfliegen. Technik im Livestream bauen ist immer was, bei dem ich ein bisschen konzentrierter bin eigentlich, weil man ja häufig im dreidimensionalen Raum baut und nicht einfach hier stumpf übereinander, was ja eigentlich theoretisch von oben 2D ist. Da muss man manchmal räumlicher denken. Das ist ein Thema. Matze, willkommen in der Kuschel-Community. Und das ist dann so ein Thema, deswegen bin ich ja nicht so begeistert von Technik live bauen. Aber wir schauen mal. Das waren ja schon 18, es ging ja schnell. Und jetzt kommt das Ding drauf. Ach, und auch gleich die Ecke. Komm, dann mache ich gleich beide. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mehr geschafft habe. Sag mal, so. So. Und so. Marcel gönnt nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Das ist ganz lieb von dir. Ja, willkommen an alle Beschenkten. In der Mitgliederrunde. Runde heißt es nicht, Runde.
Apps, hervorragend. Ich habe gerade wieder, ich weiß nicht, warum mir das gezeigt wurde, aber ich glaube, sobald man einmal drin ist, als ich diesen Bericht über Fernsehsendungen und so weiter gesehen hatte, habe ich auch, wurde mir kurz eingeblendet, dass es ProSieben und Vox-Produktionen gibt, die landen bei 30.000 bis 50.000 Zuschauern. Einschaltquote. 30.000 bis 50.000. Da, Verluste. Wie ist das jetzt wie ein Flummi weggeflogen? Wie belastend ist das denn? Komm her. Und da ich ja 30.000 bis 50.000 Zuschauer bei einer Fernsehsendung. Da ging es um die Einschaltquotenermittlung. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Ich wusste. Nein, keine Nachtprogramme. Das war eine richtige produzierte Sache, Reportagen oder Reality-TV-Formate, keine Ahnung, irgendwas. Ich gucke kein Fernsehen, ich kenne nichts davon, ich habe keine Ahnung, was es war. 30.000 bis 50.000 Quote. Weiß ich mal, wie krass ist das denn? Stell es dir mal vor. 30.000 bis 50.000 Quote. Also ich würde als Privatsender, ja, wir reden über Unterhaltung, wir reden nicht über Kultur oder Nachrichten oder irgendwas. Wir reden über Unterhaltung. Also Entschuldigung, wenn du, ich würde mal sagen, Bodenquote ist so 1 Million. Alles drunter, ganz echt, würde ich sagen, okay, gut, der Job ist vielleicht doch nicht was für mich. Kannst du nicht 30.000 bis 50.000 Leute im Fernsehen haben? In einem Fernseh, bei einem Fernsehsender, bei einem richtigen. Ich meine, es laufen doch allein 500.000 Kanäle vom Zivi angemacht im Altersheim. Also allein die musst du doch haben. Meine Herren. So. Also, was haben wir da? Morich, bleib eisern, Held, du schaffst das. Danke dir, schön, dass du dabei bist. Ich schaff das, ich bin Bester. Ich hab doch euch dabei. Mir kann doch gar nichts passieren. Und, naja, was heißt, da hat Monte teilweise mehr. Der Monte hat, ich hab an so einem Abend, wo sind wir denn bisher? Ich hab jetzt schon 50.000 Aufrufe auf das Video. Monte hat an einem Abend 1 Million Aufrufe auf dem Livestream. Das rotiert ja durch. Es sind ja 5.000 gleichzeitig, aber rotierend. Aber die haben ja Quote. Das sind ja keine Leute, die von Anfang bis Ende geguckt haben, sondern die waren überhaupt mal da. Das ist, ich finde es eine absolute, wie gesagt, Quotenermittlung mit diesen komischen Kisten, keine Ahnung, wie gut das wirklich ist, aber ist mir auch egal. Aber wenn die Kiste, von der ich glaube, dass sie wesentlich zu optimistisch ist, 30.000 bis 50.000 ausspuckt, würde ich mir echt was überlegen. Und dann haben sie noch dazu gesagt, wer erinnert sich noch an Dieter, Thomas, Heck, Mike, willkommen in der Kuschel-Community, ebenso Silverfox, mit dieser Dieter, Thomas, Heck Hitparade hatte über 20 Millionen immer. 20 Millionen war, ich glaube, sein Tiefpunkt. 25 Millionen waren die Guten. 20 Millionen waren die Schwachen. Hatte der Einschaltquote. Das muss man sich mal überlegen, was da los war. Dieter Thomas Heck, schöne Hitparade. Und du stehst da und dir gucken 25 Millionen Leute zu. Was da los ist. Und die machen eine Show für 30.000. Unfassbar. Naja, da gab es doch nichts anderes. Da gab es ja schon das Privatfernsehen auch. Aber halt noch in den Kinderschuhen. Und vor allem hätte man ja auch einfach rausgehen können und sich mit Leuten treffen. Aber die Leute sind daheim geblieben, um den Dieter Thomas Heck zu gucken. Ich finde das... guckt euch mal die Quoten von damals an. Ich glaube, der Dieter, der Thomas, der Heck, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich mich richtig erinnern, was war das? Der Artikel war länger. Ich glaube, die Schwarzwaldklinik hält den absoluten Quotenrekord in Deutschland. Ich glaube, knapp 30 Millionen haben sich eine Folge angeguckt von der Schwarzwaldklinik. Da musst du auch tief durchatmen. 30 Millionen. 30. Pray for Felix. 80er Jahre. Ja, lineares Fernsehen ist tot. Das wird halt jetzt gerade noch mit Schockern und Beatmung am Leben gehalten, aber das ist, allein ist es schon lang tot. Hier habe ich den vergessen.
Ich dachte, hier ist eine übrig geblieben. Ah, 30 Millionen die Schwarzwaldklinik. Alter Vater. Das ist, und Pray for Felix will nicht nur alleine dabei sein, gönnt auch noch 5. Das ist ganz lieb von dir, vielen Dank. Und ich glaube, prozentual haben sie geschrieben, war das irgendein Krimi aus den 60er Jahren. Ein Krimi aus den 60ern hatte, glaube ich, 93 oder 94% Quote. Damals gab es nur 12 Fernseher in Deutschland, ja, und 11 haben das geschaut. Aber in den 60ern über 90% haben das, gut, da, wie gesagt, es gab 2 Programme und 3 Fernseher. Das weiß ich. Aber ich finde es trotzdem, wenn man das so sieht als Zahl und dann steht da Einschaltquote 93%. Mann, da hat einfach verdammt nochmal jeder, der die Glotze hatte, hat zugeschaut. Straßenfeger, und zwar, das gab es damals noch. Aber ich weiß ja nicht, wir sind ja hier wir sind ja hier die ältere Generation. Ich erinnere mich aber noch an diese Magie davon, dass man wusste, wenn man am nächsten Tag in die Schule gekommen ist, alle haben es gesehen. Das war ja diese Gleichzeitigkeit. Es war zwar kein Live-Programm, aber man wusste, alle haben die neue Folge Star Trek gesehen. Du wusstest dann auch, wenn die Folge gut war, dass am nächsten Tag über Baywatch geredet wird. Das war klar. Und das war einfach die Kraft des Fernsehens damals war echt. Die war heftig. Und heute ist ja für die Füße. Letzte Folge von MASH hatte 100 Millionen Quote. Es geht ab. Also, wie gesagt, das Fernsehen damals hatte für mich schon eine Magie. Die ist schon lange tot. Die Magie im Fernsehen ist weg. Läuft ja nur noch Mist. Aber damals, ich hab's in sehr guter Erinnerung. Geht das so Sachen, wo man sagt, okay, die Zeit ist vorbei? Wie gesagt, mich haben sie vor 15 Jahren schon verloren. Aber ich hab sie immer noch in netter Erinnerung. Also, es war vorbei, ist vorbei, aber es war eine gute Zeit. Und ich freue mich wirklich. Und wenn ich dann so einen Artikel lese, der vor allem aktuelle Zustände beschreibt, aber auch so ein bisschen Schwank in die Vergangenheit gibt, finde ich total gut. Habe ich richtig Spaß dran. Hier übrigens, es ist grotesk langweilig hier gerade, ja. Deswegen rede ich über Dinge, die hiermit nichts zu tun haben. Es ist an Monotonie und Langweile, Tony, ist es hier nicht zu übertreffen, was ich gerade mache. Du zweifelst alle Entscheidungen in deinem Leben an, die dich zu diesem Punkt geführt haben, an dem du jetzt bist, wenn du hier vorsitzt. Wo bist du falsch abgebogen? Hätte ich doch mal auf meine Mutter gehört. Alles führte hierhin und sie hatte doch recht. Tim, 15. Monat, guten Abend, Bierchen auf, Feierabend rein. Ab dafür, genieß es. So. Tap, tap, tap. Ja, du bist doch Mitglied, ja. Bist du... Das Halstuch war es. Danke dir, das Halstuch, Michael. Richtig, es war das Halstuch der Straßenfeger. Du hast dich früher doch für Tiere interessiert, richtig. Ah, ich glaube, das muss auf meinen Zettel dann. Also, meine Herren. So. Geht er eigentlich? Macht schon, ist schon gut. Jetzt auch die Frage, geht es mir besser, wenn ich's, ich überlege hier immer Sachen, die es angenehmer machen. Ist es cooler, wenn man es gleich schon verbandelt, damit man denkt, man hätte was gerissen, damit vor einem auch diese Reihe weniger wird? Damit man nicht noch was irgendwo dazulegt, sondern man das Gefühl hat, dass schon was wegkommt, oder? Ich glaube, das ist...
Ich muss ja an der Psychologie für mich arbeiten, dass ich hier irgendwie glücklicher werde. Das denke ich mir. Guck mal hier, richtig was weggeräumt. Jetzt geht's hier weiter. Ah, alles für den Dackel, alles für den Club. Weiter geht's. Bestes Leben, ich sehe es genau. Wunderbar, wie das läuft. Jetzt werden hier die Psychotricks, ich sag's euch. Das ist genau mein Level jetzt. Das ist extrem fortgeschrittenes Bauen. Das ist eigentlich so eine Art Survival-Training. Wenn du das hier überlebst, wirklich, dann geht alles. So. Kann man auch ein bisschen stapeln. Ich habe hier 6. Das heißt, wenn ich 3 Reihen davon fertig habe, habe ich es geschafft. Eure Erhabenheit ist auch dabei. Ja, hervorragend. 16. Es ist angenehmer, die NX1 zu bauen. Das hätte ich mir für heute auch eher gewünscht, aber sie kam nicht rechtzeitig bei mir an. Was soll ich sagen? Alles falsch gemacht. Kriegen wir hin. So, ein andermal. Schlimmer als Eiffelturm? Nein, nein, schlimmer als Eiffelturm nicht. Aus dem einfachen Grund, weil es absehbarer ist. Der Eiffelturm hat das Gefühl der Unendlichkeit vermittelt. Und ich glaube, das ist so, wisst ihr, wenn unsere Katze, wenn sie aus der Küche ausgesperrt ist und Hunger hat und glaubt, nie wieder wird sie was zu essen kriegen. Dieses Gefühl der Unendlichkeit hast du auch beim Eiffelturm beim Bau. Hier weißt du, es wird zu Ende gehen. Die ehrenvolle Erhabenheit gönnt Mitgliedschaften, das ist sehr lieb. Vielen Dank dafür. Viel Freude euch beschenken damit. Und das ist ja, das ist ein Thema. Ich glaube, dass man verliert jegliches Zeitgefühl beim Eiffelturm. Man weiß nicht mehr, was los ist, wie lange man schon baut, wie lange man noch bauen muss. Es kommt einem einfach vor, als würde es nie wieder aufhören. Und das soll ja, wird ja immer gesagt, psychisch wohl die größte Tortur sein, wenn man da nicht Bescheid weiß. Und hier sehe ich ja, mal 18 ist so eine Sache, da komme ich charakterlich durch. Aber angenehm ist es trotzdem nicht. Gorilla, Seven vs. Wild. Ich habe daran gar kein Interesse. Ich weiß nicht, ob unser Gorilla ein ganz großer Wildmensch ist. Das weiß ich nicht, wie das da so durchlebt wird. Prinzipiell ist er natürlich in der Lage dazu und würde das massiv rocken. Aber manchmal hat er auch an Orten zu sein und Dinge zu machen und dann ist es wichtiger, glaube ich. Ich glaube, es wäre unfair für die anderen. Das ist so ein Thema auch. Wellibrick hat die Mitgliedschaft gegönnt. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und Sascha, willkommen in der Community. Die mediterrane Stadtvilla, ja, die ist auch spannend. Hat auch absurd viele Teile. Aber ist vom Bau her auf jeden Fall natürlich viel schöner als das hier. Und ist ein Special. Das finde ich auch gut. Gibt es da Brisket bei Seven vs. Wild? Ich weiß nicht, ob es Brisket und Hot Sauce und sowas da für dich gibt. Ich glaube, die haben auch keine Vanillemilch morgens in den Kaffee. Ich glaube, den Zahn muss ich dir ziehen. Ich würde sagen, dann lassen wir es, oder? Ansonsten hätten wir es gemacht, aber ich glaube, die fehlende Vanillemilch und die Hot Sauce, das sind zwei Punkte, die lassen sich halt auch nicht wegdiskutieren. Dann wird es eher nichts. Also, sorry, Gorilla und ich, wir sind leider draußen. Uns fehlen da entscheidende Punkte bei einem Abenteuer. Deswegen, aber war ein guter Gedanke prinzipiell. So. Ich würde sagen, nur noch zwei und der Haufen ist komplett. Ich bin happy. Na, das Brisket selbst schießen, also das ist ja, da muss es ja noch abgehangen werden und so weiter. Das ist nicht unser Konzept. Unser Konzept ist die freundliche Bedienung beim Denny's, die uns das Brisket rüberbringt.
Und der Barbecue-Schmied, der lächelnd rüberwinkt. Das, so sehe ich uns da. Und ich frühstücke sehr gerne French Toast, müsst ihr wissen. Und das möchte ich serviert bekommen mit ein wenig Orangensaft und ein wenig Obst nebenher. Da mag ich das. Thomas, willkommen auch dir in der Kuschel-Community. Nee, ich habe eine andere Auffassung von Spaß im Urlaub. Oder einfach, wenn ich unterwegs bin, muss gar kein Urlaub sein. French Toast ist ähnlich wie armer Ritter. So, jetzt bauen wir das. Ich würde sagen auch 18 Mal, weil das bietet sich gerade an. Die ganzen Dinger hier müssen ja noch weg. 54 von den Jumper Plates. Sag mal, wie viele Jumper Plates sind in diesem elenden Set überhaupt drin? Das ist ja unfassbar, die hören hier überhaupt nicht auf. Okay, jetzt können wir den Haufen hier wieder abarbeiten und legen sie hier vorne hin. Das ist ein gutes Konzept. Armer Ritter ist wer mit dem Schild in den Kampf muss. Ja, das ist wohl wahr. Das ist eher der arme Ritter, ja. ja, aber French Toast generell ist eigentlich... machen wir mal in der Werkstatt zusammen. Habe ich das nicht mit euch schon gemacht? Ich mag French Toast sehr. In meiner Variante nehme ich ein bisschen Milch, verquirlt es mit Ei, ein bisschen Vanille und auf was ich noch gewürzmäßig Lust habe, Zimt, wenn ich Bock habe. Und klöppel das, weiche darin ein schönes, dickes Weißbrot ein und backe es dann goldgelben in der Pfanne aus. Dazu gibt es dann Sirup, Zimt, Vanillesoße, alles, was du Bock hast und haust es dir so richtig rein. Wenn du dir von den Dingern so 5-6 reingestellt hast, hat der Tag Struktur und du bewegst dich auch nicht mehr wirklich. Also das hat sich dann. Das ist eine sehr ausgedehnte Satzstarre. Die geht ab. Ich sag's mal. Kann ich nur sehr empfehlen. Sehr, sehr lecker. Hat eine relativ hohe Energiedichte. Ist Teil einer ausgewogenen Ernährung, würde ich es nennen. Einfach der Ernährungsexperte. So. Und ich liebe French Toast und habe das definitiv viel, viel zu oft schon genossen, glaube ich. Ja. Ach, Olga, Spaß mit mir. Das Gute ist, es setzt bei mir nicht wirklich an. Es lähmt mich auch nicht wirklich. Das passt alles. Und die Sachen, die da drin sind, sind auch okay. Ich darf halt nur nicht ganz so viele davon essen. Wenn ich tatsächlich Wert darauf lege. Obwohl, fürs Training ist kein Problem. Also Zucker ist jetzt nicht so die Schwierigkeit. Protein ist auch drin. Es sind die Eier drin. Also ich glaube, es geht. Dick werde ich nicht. Passt schon. Und Gorilla und ich haben festgestellt, während der gesamten Amerika-Fahrt, bis auf meinen einen Abend bei der Cheesecake Factory, war ich dauerhaft im Kaloriendefizit und unser Gorilla natürlich mit mir. Also das war eine harte Zeit eigentlich unterm Strich. Für alle, die sich nochmal ein genaues Bild von unserer Rundreise, wir sind in Dallas, Texas gestartet. Und durch 9 Bundesstaaten inklusive ein wenig Rundtour sind wir bis nach San Diego zur Comic-Con gefahren letzten Monat. Und falls ihr nochmal einen Blick drauf werfen wollt, auf dem Instagram-Kanal sind eigentlich alle Etappen, vor allem die Frühstückspausen dieser Strecke zusammengefasst. Und es gibt auch noch einen Twitch-Livestream, der noch abrufbar ist, bei dem wir auch alles inklusive noch weiteren Bildmaterials besprochen haben. Also für alle, die solche Roadtrips mögen, von zwei komplett normalen, gar nicht durchgeknallten 0815 Menschen wie du und ich, dann schaut da rein. Würde uns freuen.
Es war eigentlich eine Fasten, es war eine Fastenkur, die wir gemacht haben. Das kann man so zusammenfassen. Ja, der Gorilla ist einigermaßen abgemagert zurückgekommen, ja. Es war ein Elend. Und dauerhaft im Kaloriendefizit ist halt auch nicht gut. Kriegt man irgendwann Kopfschmerzen. Ah, cool. Ich habe übrigens noch den Grand Canyon Küchenmagneten gefunden, Gorilla. Den hatte ich im Stream nicht da und ich war sehr traurig. Ich habe ihn jetzt gefunden. Er thront jetzt am Kühlschrank und ist eine Zierde für die ganze Küche. Den guten Grand Canyon Glitzermagneten. Für einen Fünfer nur. Das war der Schnäppchen der ganzen Reise eigentlich. Kühlschrankmagnet von Grand Canyon für einen Fünfer. Wahnsinn. Von so einer netten Oma da, die so halb freiwillig in diesen staatlichen Parkdingern arbeiten. Ihren Omas. Ja. Es macht sehr viel Spaß, das zu bauen. Ja. Partner sind wir nicht mehr. Das sieht man hier auch nicht mehr, glaube ich, oder? Das ist die Partner-Geschichte ist ja für unseren mächtigen Bot auf Twitch, glaube ich, vorenthalten. Ich bin kein Partner bei Twitch. Mein Twitch-Kanal ist unmonetarisiert. Keine Werbung, keine Unterbrechung, keine Abos, keine irgendwas. Also da sind wir einfach nur zum Spaß. Kommt jederzeit gerne vorbei. Möglicherweise morgen mal überraschend live, aber ansonsten wieder nach unserer Rückkehr von unserem jetzt am Donnerstag startenden Trip. So. Ich freue mich wirklich am meisten drauf, dass gleich der nächste Bauschritt nochmal 18 Mal das gleiche ist. Also ich glaube, das wird einfach die ganze Sache nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Da werden Bautechniken vorkommen, die uns überraschen werden. Wir werden verblüfft zurückgelassen. Also ich sehe da wirklich, ich sehe da Zukunft für das Set. Und ich wundere mich, oder ich frage mich, wie viele hier abbrechen schon, wenn sie hier sind. Und einfach sagen, das Leben ist zu kurz, ich baue wann anders weiter. Und nie wieder dieses Set anfassen und es einfach nur irgendwo hinlegen. Ich frage mich, wie viele das machen an der Stelle hier. Und ich gleich kein, ich kann es nachvollziehen. Warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah, hier habe ich noch welche hingelegt, okay. Ich dachte schon, da fehlt doch was. Ja, es ist das allerletzte. Puh, naja. So. Bauparty. Ja, genau. Also ich glaube, Bauparty wäre hierfür, glaube ich, echt sinnvoll. Also jetzt mal ohne Faxen. Holst du irgendwie, also ich würde sagen, 6 Leute mindestens. Besser 12. Und ich glaube, dann ist das Set wirklich gut zu ertragen. Und ich bin an dem Bauschritt jetzt schon eine halbe Stunde dran, ja. Das ist halt auch einfach echt belastend. Jetzt habe ich mir schon gewünscht, ich wäre schon soweit. Der Ehre Marvin, gönn 5 Mitgliedschaften, ich sehe es gerade. Kam gerade das Plöng rein. Vielen Dank dafür, ehrenvoller, lieber Marvin. So, und das haben wir doch. Knecht hier. Junge, Junge, Junge. Aber ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielen Dank dafür. Wir können hier gemeinsam durch ein bisschen drüber plaudern. Und erfreuen uns an dem gemeinsamen Erlebnis. Das ist, man muss gemeinsame Erlebnisse schaffen. Das ist auch wie in der Beziehung, das ist ganz wichtig. Man braucht gemeinsame Erlebnisse. Auch wenn sie in dem Moment nicht toll sind, ist es etwas, worüber man später sprechen kann, dass man das gemeinsam erlebt hat. Das schweißt zusammen. So, was haben wir da? Durchhalten, Thomas, wir sind alle bei dir. Ich danke dir. 15. Monat, ein Träumchen. So, haben wir jetzt das nächste auch 18 Mal weiter. Aber hier machen wir jetzt, die legen wir jetzt zusammen. Das ist ja weniger lagig und nicht so aufwendig. Da habe ich große Hoffnung, dass wir das schneller hinbekommen hier.
sind ja gar nicht so viele. Die paar weißen und schwarzen übereinander. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Das muss doch eigentlich hier ganz, ganz zackig gehen. Aber 18 ist halt auch echt fies. Weißt du, mal so, was weiß ich, 6 bis 8 mal wiederholen, sag ich mir. Ja, okay, gut. Sitzt auf einer Arschbacke ab. Aber 18 ist halt schon, das quält schon, das sitzt tief, weißt du? Das zieht auch durch. Ja, dann das Zeug und dann wieder die Kollegen mit einem blauen dran. Okay. Das schaffen wir doch. Das finde ich aber interessant, dass das so übersteht. Na gut. Was sagt denn ihr so dazu? Ja, 18 Leute wären natürlich sinnvoll, aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, kriegst du 18 Leute, die so wenig zu tun haben, dass die Bock haben, sich irgendwie zusammenzuzwängen. Du musst ja auch für 18 Leute erstmal den Platz an den Start bringen. Also da ist ja, das hat ja mit Spaß gar nichts zu tun in irgendeiner Form. Also zum Beispiel den Eiffelturm würde ich zwingen zu viert bauen, nicht mit weniger Leuten. Aber hier 18 ist halt schon eine fiese Sache. Das ist schon fies. Ich würde sagen, wir bauen jetzt 2,5 Stunden mit allem Schnieschnarr, wahrscheinlich so 2 Stunden Netto-Bauzeit, die ich bisher habe. Da würde ich sagen, ist auch zu viert oder zu dritt durch 18 ein bisschen besser. Das ist okay. Zu dritt oder zu sechs würde ich das Ding hier bauen. Dann baut jeder irgendwie im Endeffekt eine Stunde zu dritt oder eine halbe Stunde zu sechst und man trinkt dabei ein Getränk, redet ein bisschen, keiner ärgert sich und am Ende hat man ein fertiges Set und da muss man sich nur noch drum streiten, wer es mit nach Hause nehmen muss. Ja, und dann ist es gut. Also von daher passt es schon. 36 Wiederholungen werden schlimmer. Ja, vielen Dank, gell, wenn ich umblätter. Ich weiß genau, was da kommt als nächstes. Ich weiß es ganz genau. Mich schockt hier keiner mehr. Moritz, 9. Monat. Schön, dass du dabei bist. Wann kommt das Riesen, das U-Boot von Panos? Ich hab's da. Ich muss es halt nur noch bauen. Das hat ein paar Teile mehr. Das weißt du ja mit Sicherheit. Und deswegen wird es auch noch ein bisschen brauchen, bis das Video dazu kommt. Weißt du? So. Hart wäre es, wenn ich mich jetzt irgendwo hier verbaut hätte. Das wäre kein guter Moment. Aber es sieht eigentlich alles so aus, glaube ich, wie es aussehen soll. Ich bin ganz guter Dinge. Wird schon passen. Ja, genau. Es ist mal ein Set, bei dem ich sagen muss, dass ich froh bin, dass es eine komplett unverkleidete, technisch offene Rückseite hat. Weil die Grütze auf der noch eingebogen auf der Rückseite machen, weil es eine baust du konvex, eine konkav. Oh Gott. Also dann ist wirklich Schluss im Bus. Also da ist ja überhaupt keinerlei Wille dann mehr übrig. Stell dir mal vor, du hast das fertig gemacht und dann sagen sie, und jetzt bitte die Innenseite verkleiden. Ach du dickes Ei. Ich finde es so schon ziemlich hart, dass du nach der Qual, die ich hier gerade hinter mir habe, dass die jetzt mir gleich sagen, und übrigens, gut hast du das gemacht, mach's bitte einfach nochmal. Abwechslung? Nein, einfach nochmal. Nochmal, war eh gut. Boah. Aber wir werden es gleich gemeinsam erleben, wie das wird. Süchen, und jetzt bauen wir den Käse an. Komm mal her, mach mal Platz. Gorilla, findest du nicht, dass es doch irgendwie nach Freiheit aussieht, was ich hier baue? Ich finde so ein bisschen die Freiheit kommt schon durch.
Das ist nur ein kleiner Adler, aber ich höre ihn, ich hör ihn ein bisschen, oder? Allein farblich. So. Er zwitschert leicht, ja. Gut. Und okay, jedes zweite. Das Konzept, ich sag's nur mal kurz, ich meine, seid ihr dabei, wollt ihr ein bisschen was miterleben? Hier haken wir jetzt ein. Der kommt hier ran, ja, ihr seht es. Da kommt es ran. Klick. Dann klappt man das da drauf. Und dann seht ihr hier oben die Noppen, die werden da reingesetzt. Ja, das war's. Ich weiß, es ist geil. Ihr seid auch, ihr seid alle von den Sitzen gerade aufgesprungen. Jetzt werden zu Hause nochmal die kleinen Kinder geweckt. Ich sage, ihr müsst dabei sein, kurz vor Mondlandung. Hier passieren Dinge. Aber es ist tatsächlich so, der Onkel setzt es jetzt hier dran, zieht es rüber und drückt die fest. Es ist ein magischer Moment. Das kann man gar nicht anders sagen. Ist fast so magisch wie das, ja, ich sehe uns schon beim Sonnenuntergang, also Steffen, ich und Robert und seine Frau, nicht Gorilla und ich, also ist ja klar, ja, wenn ich von mir spreche. Romantisch beim Sonnenuntergang mit dem Cocktail in der Hand irgendwie Richtung Meer blicken. Oder das hier, es ist ein Level eigentlich. Pray for Felix, 10 Mitgliedschaften, ganz, ganz lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, alle haben viel Freude damit. Es ist echt der Knüller. So. Wie viele Frankfurter Monatsmieten? Also in Frankfurt für das Geld kriegst du einen Parkplatz gemietet. Das war's. Und nicht nah an meinem Laden. Also von daher würde ich sagen, 200. Das Geld ist auch bei dem Set nicht mein Thema. Es ist das Bauerlebnis. Und möglicherweise auch die fertige Optik. Es könnte auch sein, dass die mich auch nicht wirklich vom Hocker reißt. Aber das ist jetzt unser Baufortschritt. Die Anleitung weiß aber übrigens immer noch nicht, was wir gerade gebaut haben. Die Anleitung denkt, wir bauen jetzt wieder was anderes. Und ich glaube, jetzt stimmt's. Aber sie hat das noch nicht gemerkt, wirklich. Aber das macht nichts. Wir bauen jetzt quasi laut Bauanleitung das gleiche nochmal. Es ist aber ein bisschen anders. Tolle Alufelge. Ja, es sieht auch echt mäßig aus. Ja, ist richtig. Es ist aber keine 22-Zoll-Felge, oder? Es ist eine 18-Zoll-Felge, übrigens. Nur für die, die daran Interesse haben. Es ist eine 18-Zoll-Felge. Einmal Farbseuche in Gelb ist eingebaut, ja, in der Mitte. Und auch von der Rückseite, die Technik ist auch gelb und blau. Aber das Blau ist ja okay. Aber Gelb ist natürlich dumm. Aber ich meine, wir bauen immer noch Lego, ja? Ja, ist nicht mal 1 zu 1. Feels Batman. Das tut's wohl. Ich mach mal die nächsten Tüten auf und nutze den Moment, um M&M's zu essen. Salted Caramel geht echt ab. Ich sag's nur. Und das Witzige ist, Lego bauen kann Spaß machen.
Ich weiß es. Ich war schon dabei. Und dann frage ich mich, wie schafft man das? Etwas, was fundamental als Kindheitserinnerung, als Spaß abgespeichert ist, durch ein Produktdesign dermaßen vor die Wand zu fahren, dass man während des Baus düstere, dunkle Gedanken bekommt. Ehrenpatrick! Patrick Brandstetter, 20 Mitgliedschaften für die Community. Ganz, ganz gut von dir. Vielen Dank. Halt, das ist der nächste Bauschritt. Das muss man halt auch erstmal schaffen, ja? So. Ja, den Bauspaß beim Globus, da hattest du ja noch die Ozeane, ja, das stimmt. Wenigstens das noch, ja, das ist richtig. Ich sag's euch durch. Junge, ich brauche noch ein M&M, das hat noch nicht gelangt. Und es ist anders gepackt als der erste Bauschritt. Das ist die Abwechslung. Das ist spannend. Irgendwoher muss die Spannung ja kommen. Ich glaube, das Spannende wird für mich jetzt hier das Aufstapeln, dass ich das schön mache in 6er-Paketchen und dann freue ich mich drüber. Ich sehe, wie hier die Wedges weniger werden, freue ich mich auch nochmal drüber. Und wie ich jedes Mal hängen bleibe an dieser doofen Eckgeschichte. Hier ist so eine Cornerplate. Und ich schaffe es jedes Mal, eine aufzugabeln und dran hängen zu bleiben. Ja. Du meinst, vor Begeisterung könnte ich gleich anfangen zu weinen. Das ist schon möglich. Also es ist so schön. Es ist ein einziges Fest. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht gewusst, auf was ich mich heute Abend einlasse. Ja? Ich wollte das Ding bauen. Es ist ein super Set, um sich dabei zu unterhalten, weil, wie gesagt, der Hirntod steht kurz bevor. Ja, also, Nachdenken und Überlegen ist hier null. Kannst alles nebenher machen. Begeisterung sieht anders aus. Hey! Ich bin hier voll dabei. Hallo? Sieht man das nicht? Das ist cool. Ich denke vor allem dran, wie viel ich für das Ding bezahlt habe. Da denke ich mir dann richtig geil. Richtig geil. Richtig gut. Aber wenigstens zahle ich als Händler ja keine 210 Euro. Aber schlimm genug. Eieiei. So, 75252, ja, die hat sehr viel mehr Teile gehabt. Die war auch nicht witzig, vor allem weil sie halt gespiegelt exakt das gleiche war. Aber es war nicht so schlimm, dass ein Bauschritt die ganze Zeit wiederholt wurde. Das ist hier eine besondere Art der Qual. Das muss man halt klar festhalten. Das hatte die 75252 trotz aller Schwächen nicht. Das ist die 76252 doch auch, oder? Ich glaube, es liegt an der Zahl, die ist ein Problem für Lego. 76262 passt ja genau. 75252, 76262. Also ich sehe da ein Konzept. Das kann kein Zufall sein. Aber wir kommen durch, machen wir uns doch hier nichts vor. Ist ja nur ein bisschen gespielter Schmerz, Kleinigkeiten hier bauen. Es ist ja nur langweilig, weißt du? Könnte alles viel schlimmer sein. Ich sitze im Bar und habe was zu trinken, habe euch dabei, alles in Ordnung. Und ich glaube, also ganz ehrlich, wer von euch, nachdem er sieht, was hier passiert, denkt noch darüber nach, dass das doch eigentlich ein ganz nettes Set wäre und ihr würdet das auch gerne bauen.
Gibt's da wen heute, der sich denkt, das Bauerlebnis, das sieht eigentlich cool aus, das möchte ich auch mal machen? Rechnet ihr auch eure alten Steuererklärungen nach? Ist das, ich glaube, das ist ein Unterhaltungslevel. Ich weiß nicht, das fertige Ding sich hinstellen, das lasse ich mir einreden, wenn man auf die Optik steht. Aber das Bauerlebnis, das ist, glaube ich, so eine Abzweigeart von irgendeiner Art von Masochismus, den man da richtig ausleben möchte. Ich glaube, das kann man schon diagnostizieren. So. Also, das haben wir doch. Aber dafür sind wir ja da, nicht wahr? Komm. Guck mal, ich freue mich doch. Wenn viele von euch sagen, nee, das wäre nichts für mich, dann ist es umso besser, dass ich es gebaut habe. Dann haben wir das alles. Dann könnt ihr die anderen, die sagen, war es voll das gute Bauerlebnis, eh ein total gutes Set und voll günstig, was den Steinepreis angeht. Dann könnt ihr die Bewertungen in die Tonne treten. Und ihr wisst genau, was auf euch zukommt. Dann habe ich doch wieder ein klein wenig Dienst an der Öffentlichkeit getan. So. Ja. Das Telefonbuch. Das Telefonbuch. Bringt Lego ein Telefonbuch auf den Markt? Das wäre witzig. Es haben schon viele von euch geschrieben, ich könnte auch mal eine Sendung bei Der Held machen, wo ich aus dem Telefonbuch vorlese. Habe ich auch vor. Ich muss nur gucken, wo ich noch ein Telefonbuch herkriege. Ich habe schon lange, früher lagen die in Supermärkten manchmal noch rum. Ich habe schon lange keine Telefonbücher mehr irgendwo gesehen. Da muss ich mal schauen, was da los ist. Ich tank wieder fürs Team, so ist es. Gibt's noch in Läden? Echt? Ich habe ewig keine mehr gesehen. Ah, wahrscheinlich halt. Wahrscheinlich liegt es im Kaufhof aus oder so. Hier Kaufhof, Karstadt. Da ist wahrscheinlich die Kundschaft noch fürs Telefonbuch. Ich glaube, in den Läden, in denen ich bin, gibt es einfach. Also, weißt du? Ich meine, Telefonbuch. Lass mal gemeinsam drüber nachdenken, was da alles schiefläuft, wenn man sich ein Telefonbuch holt. Da kannst du auch direkt dir noch die Faxnummer geben lassen von irgendwem. Ja, bei der Post, aber hier bei uns haben sie die ganzen Sachen postmäßig schon lang zugemacht und teuer für was anderes vermietet. Mit Post ist hier nicht mehr viel. Ich meine auch ganz ehrlich, was macht man noch bei der Post? Es ist ja, da schließt sich ja der Kreis. Also, mein Brief schickt kein Mensch mehr ab, außer vom Amt kriegst du von keinem mehr einen Brief. Und manche Versicherungen noch hin und wieder, aber ansonsten ja auch nicht mehr. Also von daher. Und. Ja, als Firma, aber jetzt überleg mal. Jetzt überleg mal wirklich als Firma. Ich denke da ja manchmal drüber nach, was so die Werbestrategie ist. Jetzt lässt du dich als Firma im Branchenbuch eintragen. Und jetzt stell dir vor, ich würde das auf eine separate Nummer machen. Nicht auf meine Nummer, die ich immer benutze, sondern auf eine separate Nummer. Damit ich weiß, wenn mich jemand von dort anruft. Und dann klingelt dein Branchentelefon-Eintragshandy. Ey, du weißt, du kannst jeden Preis verlangen. Diese Person hat kein Internet, keine Connections, nichts. Und ruft dich an und sagt, ich brauche das und das. Du kannst machen, was du willst. Es ist irrelevant. Es ist komplett irrelevant dann. Machst einfach, was du willst. Und wie geil ist das denn?
Also das könnte sich theoretisch, ich weiß nicht, wie viel so ein Brancheneintrag jetzt wirklich kostet. Ich wundere mich, dass der mehr als 10 Euro kostet. Aber vom Prinzip kannst du da, glaube ich, echt tun lassen. Das Branchenbuch ist die größte Papierverschwendung, die man überhaupt betreiben kann. Wundert mich, dass das noch keiner angegangen hat. Aber das, ich glaube, du kriegst eine ganz spezielle Art von Kunden. Eine ganz spezielle Art. Und manche Firmen wollen die vielleicht. So, da. Heps. Ja, die schauen das Gras von unten an, eigentlich schon. Also ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich überlege, wann ich. Nein, anders. Ich glaube, also ich bin mir sicher. Ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher. Ich hatte einen Pager, ja. Ein Scroll, wir haben neulich erst nachgeguckt. Ich bin mir sicher, ich hatte nie ein Telefonbuch in meinem eigenen Haushalt. Bei meinen Eltern gab es ein Telefonbuch noch, klar. Musste es ja geben, gab ja nichts anderes. Aber seit ich Ende der 90er ausgezogen bin, ich hatte so eine Telefonnummern-CD, damals gab es das noch, bei der man auch die Nummer suchen konnte und dann wurde einem angezeigt, wer das ist. Und danach hatte ich, also ich hatte ab 99 auch Internet. Also ich weiß gar nicht, weswegen ich auf die Idee gekommen sein könnte, dass man ein Telefonbuch sich mitnimmt. Das lag damals, wie gesagt, noch aus in manchen Supermärkten, manchmal bei der Post und solche Geschichten. Ich hab das immer mit großer Verblüffung angeguckt, das Ding. Dass das immer noch existiert hat dann. Ja, T-Online, die AOL-CDs, klar, die AOL-CDs hatten wir alle. Meine Entschuldigung. Da war eine halbe Stunde Guthaben drauf. Konntest du surfen. Ja, aber das war tatsächlich. Aber ich war dann auch in Österreich und da hatten wir eine sehr, sehr schöne Glasfaserleitung, 99. Und die sehr, sehr zuverlässig war. Das war schon alles sehr fein. So. Es war ein böser Rückschritt, als ich wieder herkam und zur Telekom musste 2001. Ich habe mir gedacht, was? Was kostet ihr? Wie langsam seid ihr? Ach, dickes Ei. Da habe ich Österreich sehr nachgetraut. Ich erinnere mich noch sehr genau. Ich war auch nicht lang da, dann bin ich zu QSC gewechselt. Genau, nicht QVC. Zu QSC gewechselt. Die hatten eine akzeptable Leitung. Und dann kam Unity Media. Ja. Ach, die Geschichte des Internets ist eine volle Missverständnisse, müsst ihr wissen. Das ist. Da. Guck mal, wir haben schon wieder übers Internet geschwätzt. Bauschritt fertig. Oder? Bestes Leben. Also, ich weiß, ich war bei. Ich hatte 300 Kilobyte Download 99. Zwischen 240 und 300, das ist so ein bisschen hin und her geäumelt. Und da hatten meine Freunde ISDN 99 in Deutschland mit 8 Kilobyte oder 10 Kilobyte. Und da liefen 250 durch. Das war schon, das war eine andere Welt. Die alten Telefonkabel. Da war halt nichts los. So, also. Und jetzt gucken wir mal. Nächster Bauschritt. Nächstes Thema. Hab ich schon vom Manta Manta 2 gesprochen? Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass jeder weiß, dass das der schlechteste Film aller Zeiten ist. So, das ist mal. Das ging schnell. Weg damit. So. Verdammt, das ist wirklich exakt der gleiche Bauschritt wie vorhin.
Sie hätten ihn mich 36 Mal bauen lassen können, dann wäre ich nicht so. Dann hätte ich gleich das Elend auf einmal gesehen und gar nicht erst Hoffnung gekriegt. Sind wir wieder beim Thema Hoffnung. Hoffnung ist was Gemeines. Söhrchen. Lang und breit, aber lass laufen, oder? Ast rein, ab dafür. Man kann immer noch mal bei Manta Manta 2 nachtreten, das ist kein Problem. Der liegt am Boden, aber er hat es verdient. Einfach nochmal. Die Top 10 Legos. Ich habe auch drüber nachgedacht, generell, was meine Top 10 Sets von allen Herstellern aller Zeiten sind. Und das ist eine, finde ich, ziemlich schwierige Sache. Denkt mal über die Top 10 Sets aller Zeiten nach. Und das Problem ist, es gibt mittlerweile zu viele Themenbereiche. Wenn ich so sage, ja, Top 10, natürlich möchte ich einen Arox drin haben, ist ja klar. Weißt du? Dann denke ich aber auch über den 8285 Abschlepper nach. Denke ich mir, so ein geiles Set. Dann denke ich mir aber, der 8421 war aber auch ziemlich gut. Und so komme ich da durch die Technik-Sets durch. Und dann fällt mir noch die 8880 ein. Dann denke ich an das geile Space Shuttle. So. Und dann sage ich, okay, ich habe ja schon meine Top 10 gemacht, nur mit Technik-Sets, nur von Lego. Da habe ich noch gar nicht den geilen Kader-Ferrari drin. Ja, das ist das dann so Sachen. Und dann sage ich auch, na gut, aber wenn ich eine fette große Baumaschine haben möchte, dann gehe ich natürlich rüber zum Mold King, oder? Dann sage ich ja, aber der Traktor ist ja auch sehr geil. Und du kommst mit der Top 10 halt überhaupt nicht mehr an irgendeine Grenze. Ja? Du kannst höchstens sagen, ja, dann willst du Horny natürlich noch drin haben. Ja? Das ist Broody muss rein. Dann nochmal als ernsthaftes Set sagt man dann, ja gut, die Gärten von den Jago City sind ein sehr geiles Set. Stehst du auch wieder damit da? Und ich mag hier oben auch natürlich das Stadtleben. Achso, ihr seht ja nicht mal die Anleitung davor, ist egal, da steht das Stadtleben. Das ist auch ein gutes Set. Und dann haben wir aber die Blue Bricks Sets noch überhaupt nicht drin. Da fängst du an mit Blaustein und dem Leuchtturm des Astronomen. Und dann sind wir noch nicht bei den Eisenbahnen gewesen. Ich finde immer noch den alten Lokschuppen sehr, sehr geil. Ich mag auch die alte Feuerwache immer noch sehr. Das moderne Krankenhaus. Ich finde es ein richtig gutes Set. Also mir macht das ernsthaft Freude, das Ding. Und das sind dann so Sachen, das wird echt problematisch, das auf 10 Sets noch runterzubrechen. Das ist ein echtes Thema. Also man muss eigentlich sagen, nicht nur, was sind deine Top 10 aller Zeiten? Ich habe das mal versucht zusammenzufassen, aber man muss unglaublich viele Einschränkungen machen, bis man auf 10 kommt. Und genau, und dann kommst du zu den alten Nicht-Technik-Sets von Lego. Ja, gut, da geht es ja gerade schon wieder los. Klar finde ich eine 6085 geil. Und natürlich ist eine 6077 gut, die ganzen alten Rittergeschichten. Ich mag aber auch Vladeks Festung zum Beispiel, finde ich auch sehr geil. Ich mag aber auch alte Tankstellen von Lego. Komm, ey, es ist, ich mag auch den Emerald Knight bei Lego. Also das ist ein echtes Problem, diese Liste. Man wird der Sache nicht gerecht und dann hat man natürlich ja auch noch ein nostalgisches Ding drin. Dass man nochmal sagt, was willst du haben? Vielleicht ist man aber auch hier bei einem Lizenzthema, dann allein schon die Überlegung, was ist das beste Star Wars Set aller Zeiten? Ja, stehst du auch schon wieder da? Ist wahrscheinlich für mich die Ewok Village. Aber kann man auch sagen, ja, aber ich fand die 75021 geil, weil es das beste Spielset war, theoretisch. Dann sagt der andere, ja, aber so eine Venator war ja noch viel besser. Ja, okay. Kommst du vom Hundertsten ins Tausendste? Das ist, was willst du da machen? Dann die Mondlandefähre ist ein gutes Set, die Saturn 5 ist ein super Set, die. So viel. Das Dropship ist geil gewesen, habe ich euch auch im Video gezeigt. Super geiles Set. Das war bald wieder ein exklusives Set, aber. Also, das ist. Ist wirklich, ich mochte auch einige Herr der Ringe-Sets sehr. Ich mochte die Adventure-Serie, die Lego damals hatte. Mochte ich auch. Ganz großes Problem. Und jetzt, dann sind natürlich für mich noch die Star Trek-Sachen jetzt von Blue Bricks, sind natürlich auch wichtig. Die Defiant ist geil, der Delta Flyer ist super. Also machen wir es kurz. Ich würde sagen, die.
die Top 100, da könnte ich langsam mit leben. Aber ich würde Top 10 nicht mal bei Lego hinkriegen, ohne mich zu ärgern. Und Lego hat in den letzten 10 Jahren echt kaum was noch dazugelegt, was mich interessiert. Aber allein die alten Sachen krieg ich kaum gewertet, ohne noch Beisätze zu machen in irgendeiner Form, warum ich es gut fand und was sinnvoll ist. Ja, ja 7965 ist für mich der beste Millennium Falcon, den es je gab. Das ziemlich sicher. Und ich fand auch den 6210 schon besser als den Rest, der gerade rumgeistert. Damals die alte Barke war auch nett. Die kam mir gleichzeitig. Es gibt so viele. Falsch rum. Es gibt ja echt so viel zur Auswahl. Sehr, sehr schwer. Aber was ich klar sagen kann, ist die besten Lego-Sets. Und wenn ich das so sehe, kann ich sagen, der Mercedes Arox bei Technik unterm Strich und die Gärten von den Jago City sind das beste Systemstein-Set für mich. Das ist einfach das toppt mit seiner Größe. Sag mal! Das toppt mit seiner Größe dann doch praktisch alles andere von früher. Auch wenn ich ein Forestman-Set lieber habe, emotional, kann in 300 Teile, 400 Teile Forestman-Set nicht mit den Gärten von den Jago City mithalten. Das ist einfach unterm Strich zu krass, was da passiert. Also da passieren ja Dinge, ja, bei den Jago. Das ist schon heftig. Und dann auch für das Geld. Also der Deal ist echt unterm Strich. Top. Und ja. Ups. Noch ein paar. Das sind ja gar nicht mehr so viele. So. Dab, dab, dab. So, Borgschiffe wären was Gutes, ja. Marvel Polybags, nein. Also Polybags sind für mich wirklich. Klaas Xerion war ein super Set. Polybags sind für mich komplett uninteressant. Meistens geht es da drin um irgendeine Figur. Und ihr wisst, wie spannend ich Minifiguren finde. Also die halten mich echt nachts wach, wenn ich drüber nachdenke. Bin so aufgeregt. So. Da. So, was haben wir noch für ein Thema? Ich bin hier gleich mit dem Bauschritt fertig. Wir müssen auch direkt das nächste angreifen. Wenn ich hier noch meine letzten drei Wiederholungen von dem Ding hier durch habe, dann müssen wir doch wieder noch was haben. Dann kann ich wieder vor mich hin monologisieren, während ich hier baue. Ja. Kochst du wieder öfter? Ja, habe ich vor. Ganz fest geplant. Das möchte ich auf jeden Fall in meine Routine einbauen, dass ich regelmäßig wieder koche. Ja. Das finde ich, hat mir jetzt wesentlich zu lange gefehlt. So. Sonntagsöffnung Unterhaltung. Ja, das hatten wir ja gerade im Livestream mit Steff. Da haben wir das ja über eine Stunde, glaube ich, haben wir das Thema ja vor uns hergetragen. Und ich glaube, wir kommen da zu keinem befriedigenden Ende, weil die Leute, die das entscheiden, sind wesentlich zu alt und wesentlich zu Interessen gepolt, als dass sie da auf Schlauheit und Intelligenz und irgendwas hören würden oder dadurch zu beeinflussen sind oder sie selbst irgendwas davon hätten. Da habe ich keine Hoffnung.
Da ist es eher, dass ich den Laden irgendwann mal in irgendeine Freiheitszone bringe, wo man öffnen darf. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber sie ist höher, als dass ich sonntags öffnen darf. So, das kann direkt zum Hulkbuster und Pink Panther. Ich glaube wirklich, dass ich diese Ecke der Schande bei mir in der Werkstatt also wirklich langsam eröffnen kann. Ich habe da ein paar Sets, da weiß ich, die werden nie verkauft. Die sind einfach wirklich, die werden für immer bei mir bleiben. Und dazu gehört, glaube ich, dieses Set hier auch. Obwohl ich noch am ehesten glaube, dass das hier optisch einen Fan finden könnte. Nicht vom Bau her, aber das ist ein Set auf jeden Fall und 100%. Geräusche, dass ich niemals unter Listenpreis verkaufen werde. Dieses Set wird. Da poltert wer hart rum. Dieses Set wird auf jeden Fall für 210 verkauft. Die Zeit hier lasse ich mir bezahlen, die ich hier gesessen habe. Also 100%. Keine Rabatte. Es ist eher so, ich habe es aufgebaut, könnte ich 250 nehmen, mindestens. Machen wir gleich 300 draus, was soll der Käse? Also von daher, das bleibt. Seht ihr doch auch so, oder? Ich meine, das Set wurde ja durch den Aufbau aufgewertet, nicht abgewertet. So. Hervorragend. Nee, ganz ehrlich, ich muss das doch mal wieder fließbandmäßig vorbereiten. Mir geht es wahnsinnig auf den Keks, dass ich die ganzen Prozesse. Ich meine, das in die Hand nehmen und weglegen ist, glaube ich, ein Problem, aber ich möchte mehr Abwechslung drin haben. Wenn ich das die ganze Zeit so vor mich hinmache, werde ich unglücklich. Ich merke das irgendwie gerade. Das dauert zu lange, es geht nicht vorwärts. So. Kann sein, dass ich jetzt zu viele davon gemacht habe. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, nö, 18 passt. Dann bleiben anscheinend zwei für später noch übrig. Kann ja auch passieren. Ich glaube ja, das Weglegen kostet mich Zeit, ich bin mir ganz sicher, aber ich möchte das nicht. Ich möchte wissen, dass ich nie wieder diesen Bauschritt machen muss. Ich möchte den abgeschlossen wissen und nicht jedes Mal wieder resetten müssen. Das kämpft, das dämpft meinen Willen irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen bitter. Wir müssen da, ich muss an meiner Überlebensstrategie arbeiten. Das scheint mir wichtig zu sein. So, ich freue mich übrigens mal zwischendurch, wir müssen mal über was Erhebendes sprechen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn endlich das Erdmännchen da ist und in den Verkauf geht. Ich freue mich auch nochmal sehr darüber, wie gut der Heldentaler gelaufen ist am Wochenende, dass der so gut bei euch ankommt. Die wenigsten kannten den Heldentaler, glaube ich, als sie zu mir in den Laden gekommen sind. Ich glaube, erst wenn man die Gespräche der Vorderleute mitgehört hat, dass es diesen Heldentaler gibt, kam dann die Idee, dass ihr gesagt habt, ich nehme auch einen mit. Und ich habe ihn ja möglicherweise auch vorne präsentiert und so weiter. Aber sehr gut angekommen, das freut mich. Mir gefällt er auch sehr gut. Und ich bin mir sicher, das Erdmännchen, das habe ich hier schon länger stehen, habe ich auch schon häufig. Es ist ja auch nicht erklärungsbedürftig. Das wird sowieso, denke ich, sehr beliebt. Und ich denke auch, und das kommt dazu, da es ja keine Erdmännchen in der Klemmbausteinwelt gibt, was mich sowieso verwundert, weil ich finde, das Erdmännchen ist das Top-Sympathie-Viech überhaupt bei den ganzen Sachen. Also zumindest kriege ich das immer so mit, wenn irgendein Zoo Erdmännchen hat, wird da mal ein Riesenspektakel drum gemacht. Also wie gesagt, ich denke,
Der Bedarf an Erdmännchen in der Klemmbausteinwelt, auch Leute, die mich nicht kennen in irgendeiner Form, werden, glaube ich, trotzdem Freude an einem sehr schön gestalteten Erdmännchen haben. Das Cape, das blaue, ist wie gesagt abnehmbar. Das heißt, man kann das Viechchen in irgendeine Welt integrieren und hat einfach Freude dran, weil man sich über ein Erdmännchen freut. Ne? Und ich habe sehr viel Spaß dran. So. Hups. Beste Erdmännchen, oder? Mit Cape und Horny Shirt. Ja, ob ich da noch einen Custom Print auf die Sachen drauf machen lasse, da muss ich mal drüber nachdenken. Die werden irgendwie handbesprüht und Dinge getan. Ich muss mal schauen, was da alles möglich ist, was für Variationen wir auf jeden Fall davon bringen. Es macht mir erstmal Spaß, wenn die Basis da ist. Und dann denke ich über die anderen Sachen nach. Aber Heldentaler auf jeden Fall, das ist schon mal schön. Und jetzt gucken wir uns die anderen Sachen an, Stück für Stück. Und ich freue mich auf jeden Fall drüber. Sehr, und auch, dass ihr Freude dran habt. Weil sonst könnte ich den ganzen Spaß ja nicht machen. Das muss ja Hand in Hand gehen. Nur weil ich mich drüber freue, kann ich noch keine Produktion anschmeißen. Aber so in der Kombination mit uns allen klappt das. So, haben wir die 18 und jetzt den kleinen blauen Absatz hier nochmal. Das war schon mal der bessere, weil man da ja die weißen dann hier oben drauf gepackt hat. Das war ja schon mal ganz gut. So. Also, was haben wir denn jetzt noch so? Thema Erdmännchen haben wir auf jeden Fall auch geklärt. Das haben wir. Jetzt müssen wir noch gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da müssen wir noch mehr klären. Wie drück und eintönig muss das sein? Ja, du, da geht noch was. Also, das ist der Rest der Eintönigkeit. Danach brauchen wir den Sockel. Also ich glaube, wir sind relativ, also dieser Stern wird noch gebaut in der Mitte. Danach sind wir aber, glaube ich, relativ bei abwechslungsreichen Dingen. Also so abwechslungsreich, wie halt so ein Sockel ist, wenn man den baut. Also das ist ja bei einem normalen Set der Tiefpunkt, aber ich glaube, hier könnte das der konstruktive Höhepunkt werden. Lass mal abwarten. Ich weiß noch nicht genau, wie der Stern. Ich habe mir auf der Packung gesehen, also ich glaube, die Überraschungen werden sich in Grenzen halten. Mal unter uns. Die Lego Corvette, oh, vielleicht baue ich die auch. Sie wird ja irgendwann in den Handel kommen und dann wird sie für mich relevant. Jetzt sind ja momentan, werden ja die Fanboys gemolken mit dem Ding. Und wenn die dann alle durch sind, dann kriegt der Markt sie und dann kommen die Rabatte. Und dann geht sie auf jeden Fall zum Start erstmal 20, 30 Euro runter. Mittlerweile bekommt sie ja jeder. Früher waren ja die Autos Fachhändlern vorbehalten. Aber mittlerweile verkauft Lego ja sowas auf Masse. Und was ich nicht verstehe, weil sie so viele Sets exklusiv vertreiben. Aber die Fachhändler-Sache, die haben sie fallen lassen. Was ja sehr preisstabil war, weil Fachhändler normalerweise nicht unter eine gewisse Grenze rabattieren, wenn sie klug sind. Aber jetzt geben sie die Dinger ja an jeden raus. Und das finde ich ziemlich komisch. Aber egal, also wenn die Corvette dann auf jeden Fall in den Handel kommt, dann schaue ich sie mir an. So wie jedes Auto bisher. Ja. Ich habe ja noch keins von den Creator Expert ausgelassen. Und auch die Corvette werde ich mir anschauen. Sehr, sehr sicher.
Merchandise-Ideen? Ah, ganz viel Verschiedenes. Also momentan ist mein Hauptthema, dass ich wieder Tassen haben möchte. Ich habe noch ein paar Tassen, aber ich freue mich dann natürlich, wenn die Produktionen richtig anlaufen. Und ich hoffe, dieses Jahr noch Tassen zu haben, die dann, wo ich dann auch wieder bei den Farben Einfluss nehmen kann. Ich hoffe auch generell einfach mehr Stabilität drin habe, dass die qualitativ nochmal besser werden, die Tassen und so weiter und so fort. Einzige Thema ist halt, es ist, wenn man sich. Tassenproduktion ist nicht meine Expertise. Das heißt, das Setup ist zeitaufwendig. Sehr zeitaufwendig. Das ist ein Thema. Und das wird. Aber wenn es dann einmal, normalerweise, also meine Erfahrung ist mit Produzenten generell, das Setup genauso wie von der Münze. Ich meine, wie viel Ahnung habe ich von der Herstellung von solchen Medaillen? Gar keine. Das heißt, als ich losgegangen bin und gesagt habe, wisst ihr was, ich hätte gerne eine Medaille, dann musste erstmal eine Firma finden, die das gut kann und die da Bock drauf hat und die auch meine geringen Mengen herstellt. Ich bestelle keine 50.000 Stück von so einer Münze, ja, wie das vielleicht irgendwelche Gedenkstätten machen, irgendwelche großen Läden, ja. Und da musst du einen finden, der dir, das kann ich ja, da habe ich ja die neuen Freunde, wisst ihr ja, bei mir hier in Frankfurt, die Spielzeugentwickler, die auch die wunderbare Gummipistole Gorilla herstellen. Also auf jeden Fall, die habe ich dann angehauen, die haben mir dann das 3D-Modell hergestellt. Aber dann brauchst du halt eine Firma, die das kann, die den Glanz genau trifft, wie nennt man das Ding? Die Kapsel auch am Start hat und so weiter und so fort. Und das ist alles, das ist halt eine ewige Abstimmung. Dann kommen die Prototypen, dann schaut man sich das an, ob das passt, dann ist irgendeine Kleinigkeit, dann geht es wieder los und ja. Und man lernt dann auf einmal, ah, darauf hätte ich achten sollen, ha, habe ich nicht, also nochmal. Manchmal hilft es, Expertise zu haben auf einem Gebiet und ich produziere halt nichts eigentlich. Also zahlt man Lehrgeld, vor allem in Form von Zeit. So. Apps. Überraschen, es ist exakt das gleiche nochmal, gell? Ist klar, ich gehe jetzt einfach nur durch und klöppel es an. Ich finde es echt spannend, dass sie sich nichts haben einfallen lassen an irgendeiner Stelle. Es ist logischerweise symmetrisch, aber es ist wirklich. Es ist dermaßen langweilig. Das ist ja unfassbar. Ey, wirklich mein Beileid, wer sich das Ding gekauft hat. Und wenn ihr es euch vorbestellt habt, ey, was war los mit euch? Das macht man doch nicht. Ich meine, da wartet man doch mal bei so einem Set, bei dem es so aussieht, als denkt man, oh Gott, das sieht langweilig aus. Da wartet man doch mal kurz, guckt sich die Anleitung online an. Aber es gibt bei sowas auch Vorbesteller. Es gibt bei sowas Leute, die bestellen stumpf auf der Lego-Seite zum vollen Preis vor und sagen, das sieht super aus. Da möchte ich dran. Ah. Ja, schon schön, oder? Ah, die Anleitung ist super dünn. Wir sind auf Seite 90, ja. Die Anleitung ist wahnsinnig dünn. Warte mal. Warte mal. Es ist aber, also vor allem, wie gesagt, dass es so,
die unendliche Zahl der Wiederholungen ist fies. Das Gute ist, da es ja von der Unterseite komplett offen ist, ich zeige es euch gleich nochmal, kann man jederzeit ohne Probleme auch nochmal korrigieren, wenn einem was auffällt, was man hätte anders machen sollen. Und so wie bei mir sind 2x4 Plates offen geblieben. Da war es mir zu schwierig, bis 18 zu zählen. Guck, von der Rückseite ist ja alles offen. Das heißt, ihr könnt genau reingehen und könnt sehen, ob hier eine graue Platte ist oder nicht. Und das konnte man eben genau sehen. Also, es ist aber, muss man sagen, relativ stabil. Ich habe ein bisschen Angst wegen des Gesamtgewichts, aber es ist stabil. Was nicht so stabil ist, ist jetzt das hier, weil hier, das bewegt sich, ja? Seht ihr das? Also hier drunter ist Raum. Hier ist eine Stütze, aber ihr könnt ja auch hier den Winkel einstellen. Warte mal, kriegt ihr das so? Also, das hier könnt ihr runterdrücken. Das heißt, das hier ist keine Position zum Anfassen. Ja? Die rote Platte dürfte so sein, dass man es so dann hinstellt. Ah, guck, hier ist dann sowas hier. Da muss man halt aufpassen ein bisschen. Dass die Abstände möglichst klein sind. Aber es ist, ja. So ist es. So. Und jetzt bauen wir einen Stern. Das sieht fast nach Abwechslung aus. Haltet euch alle fest. Da steht nicht mal 5. Ah, so. Ah, das sind diese Biau, Biau, Biau. Ah. Okay, mal 4 mal wieder. Ah, jetzt bin ich wieder daheim. Ja, jetzt haben wir wieder eine Wiederholung. Jetzt fühle ich es wieder. Ich war eben schon so ein bisschen unsicher, habe mir gedacht, na, ob das was für mich ist. Das sah gefährlich aus mit mal 1 und dann einfach gucken, was man macht. Das ist nichts für uns, Freunde. Das ist nichts für uns. Endlich hier läuft es wieder. Puh. Glück gehabt. So. Und dann die 4. Ich finde es aber gut, dass wir das erste Ding noch langsam gebaut haben, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Die Dinger sehen total verbeult aus. Guckt euch die mal an. Da bekommt ihr mal Fokus. Seht ihr das vorne, wie verbeult die sind? Die sind so wellig. Die sehen aus, als wäre da schon die ganze Zeit so damit gespielt worden. Und die sind nagelneu. Ich habe vorhin mit dem einen kurz gebounced, aber die anderen, die haben in der Packung böse gelitten. Die sehen vorne angekaut aus irgendwie. Die sind auch. Ist nicht ganz so geil. Weiß ist da auch eine gefährliche Farbe, sieht halt sehr schnell dreckig aus. So. Wie oft mache ich das? Auch mal 4. Was ein Glück. Ehrenvoll. Einmal. Halt. Ach nee, das war der Anfang. So. Und jetzt noch 4-mal. Mit nur einem drunter. Okay. 4-mal mit einem drunter. Und demnach da. So. Ah,
Das ist das Startding, okay. Ich nehme mal an, das sind die Distanzscheiben jetzt für den Kranz, damit die auf Abstand bleiben. Das ist der mit den Zweiern. Wo muss der hin? Hier hin. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ziemlich egal. Könnte ich mir vorstellen. Okay, das ist da einfach so drin. So. Das zwingt es jetzt so ein bisschen in eine Position. Ja. Weil die jetzt immer hier so dazwischen arbeiten und dadurch werden die zusammengetrieben. Dadurch, dass das hier aufgesplittet wird, gehen die Spitzen ein bisschen zusammen. Das ist die Idee. Sieht aber so ein bisschen äumelig aus, weil die Spitzen halt so schepp sind. 20 Mal jetzt. Geil. Okay. Jetzt werden die quasi eingeklemmt. Unter den Round Plates. Die kleinen Ecken von den Panels. Das ist eigentlich eine ganz nette Technik, muss ich sagen. Hier, die Ecken von den Panels sind jetzt hier eingeklemmt. Diese kleine Überlappung hier unten wird jetzt von so zwei Plates genutzt, um die in Position zu halten. Ich muss sagen, das ist mit Abstand die netteste Bautechnik, die wir bisher hatten. Dass das hier so jetzt in Position gebracht wird, das ist aktuell das Highlight des Sets. Ich sag's nur mal. Falls ihr euch fragt, was könnte euch gefallen, was wäre was für euch? Geht in die Anleitung, holt euch die Bautechnik raus, falls ihr sowas Ähnliches auch mal plant. Das haben sie schön gemacht hier. Das sieht gut aus. Und es funktioniert auch, tatsächlich. Funktioniert auch gut. Die Teile sind qualitativ echt schwach. Also die Spitzen hier vorne. Die sehen echt aus wie die Grütze. Also als hätte die Katze echt schon mal dran genagt. Einfach sieht es aus. Aber die Bautechnik ist trotzdem schön. Das ist so, wie wenn Bluebricks ein schönes Set rausbringt, aber die Teilequalität nicht mithält. So, der Designer kann dafür nichts, dass der Controller gespart hat bei den Teilen. So, das wird jetzt da reingesetzt. Und zwar mit den Doppeldingern an das hier, alles klar. Das kommt daneben, um es zu blocken. Und das Ding kommt dann wahrscheinlich einfach drauf. So. Stern drin. Stern drin. Ja. Jetzt bauen wir den Sockel. Mini-Figur, da stehe ich drauf. Das ist ein Standard Captain America. Nichts Besonderes. Ja. Oh, mit Hammer. Und Friese. Die M&M's sind echt extrem gut. Also dieses Karamellzeug, was da drin so
angenehm wie bei einem Stork Riesen, was so ein bisschen Gegendruck hat. Geil. Aber wirklich gefährlich gut, die Dinge. Das ist ein echtes Problem. Ich habe ja schon mal so einen Eimer davon gegessen. Man musste echt davor warnen. Das darfst du eigentlich nicht machen. Also mal, freut mich sehr. Gönn dir hart. Thomas, ich gönn mir. Danke dir dafür. Bin schwer am Gönnen. Ich muss da im Urlaub dann... Gut, ich meine, Kalorien im Alkohol zählen ja, glaube ich, nicht, wenn man im Urlaub ist. Und ansonsten werde ich gewiss viel Obst essen. Also kann gar nichts passieren. Gorilla passt auf mich auf. Einfach der beste Ernährungsberater. Vielleicht frage ich besser seine Frau. Ich guck mal. Ich schau mal. Gute Nacht an die, die ins Bett hupfen. Ein Traum, dass ihr dabei gewesen seid. Kommt gut durch die Nacht und startet in den neuen Tag voller Freude. Es wird ein Fest, sag ich mal. Warnt eure Freunde vor einem wahnsinnig schrecklichen Bauerlebnis. Dann hat der Tag Struktur. Eine gute Tat jeden Tag und so, ihr wisst Bescheid. So. Wir wollen nicht schon wieder ins Kaloriendefizit kommen. Ja, wir werden. Ich passe auf uns auf, Gorilla. Ich passe auf uns auf. Sobald ich merke, dass einer von uns zu viel Wassersport betreibt, wird sofort Einhalt geboten und direkt ein Cocktail in die Hand gedrückt. Aber keine Widerrede. Weil ich ja sowieso gewinne. Ja? Also da ist aus dem Maus. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe vergessen, die irgendwo hinzusetzen. Das hätte ja rausgucken sollen. Belastend. Komm. Trau dich nicht. Ja, du blödes Ding. Wenn das nicht rausguckt, kannst du gar nichts da drin verankern. Das ergibt sofort Sinn. Ha. Die müssen rausgucken. Sonst lohnt sich das Verbauen von denen nicht, ne? Süchen 25. Die finale Tüte, würde ich sagen. So hast du dir das vorgestellt, Gorilla. Ich habe mir das auch so vorgestellt. Das wird super. Süchen. Also mal hier. Hep, hep. Hossa. Ah. Gut, das ergibt Sinn. Wir wollen ja schließlich, dass das ganze Ding stabil steht. Und dann setzen wir das hier alles ein bisschen, bocken wir das alles einmal ein bisschen auf. Wäre natürlich cool, wenn sie die mit den Gummifüßen genommen hätten. Dann hätten wir natürlich auch ein bisschen Tischentspannung gehabt, wenn wir das Ding rumzerren im Zweifelsfall. Aber wir werden es auch so schaffen. Da hatte ja jetzt da. Megablocks bei dem Comic-Con-Special, das ich mit euch ja live gebaut habe, hatten sie ja den... Habe ich das live mit euch gebaut? Nee, ich glaube, ich habe es nicht live mit euch gebaut. Ich habe es für ein Video gebaut. Da hatten sie ja diese schönen Gummiteile. Die waren super. Das ist ein Element, was die anderen Hersteller echt übernehmen sollten. Ah, hier muss dann 2x3 Fliese rumliegen. Da ist sie doch.
Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Halt, Moment. 3, 4, 6, nicht, sondern die 2, 4, 6, 8. Die habe ich doch genommen. Was willst du nur von mir? So. Wir haben noch mal... den ersten Teil bis zum Kopf. Thomas, doch, wir haben angefangen, das gemeinsam zu bauen. Ich erinnere mich. Und dann, den Rest habe ich dann fertig gebaut. Wir haben zu viel geplaudert, weil das Set ist ja nicht so riesig. Aber Mega baut sich langsamer als Lego. Ist ja ein bisschen komplexer meist. Und stimmt, dann bin ich nicht weitergekommen. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Habe ich jetzt gerade echt an meine Erinnerung gezweifelt. Aber wir haben gemeinsam gewurstelt. Richtig. Da fehlt der 18er Bauschritt noch. Das erklärt einiges. Das sind 6, das passt. Das kommt hier hinten drauf. Und der lange dann hier hin. Und dann funktioniert das auch sehr gut. Sehr schön. Geht drauf. Jetzt wird's rot. Aber anscheinend gewollt, mit in der Mitte wie ein Landestreifen, hervorragend. Das wird mir doch bestimmt helfen, den roten Streifen, der da drin ist, an die richtige Position zu bringen. Das ist gut. Damit der kleine, ungeübte Thomas keinen Blödsinn treibt an der Stelle. Bin sehr glücklich. Ja. Au. Wehrt sich das blöde Ding wieder. So. Das haben wir gemacht. Große Erfolge, sage ich euch hier. Und sehr cool ist, dass wir hier kleine schwarze Zweierachsen dabei haben und nicht die hässlichen roten. Da bin ich sehr, sehr glücklich an der Stelle. Das ist einfach mal schön. Das freut mich, wenn ich sowas sehe. Ich weiß, es geht. Man hätte auch diese Konnektoren in Grau reinlegen können. Sie haben sie in Schwarz dazu gelegt. Auch schön. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Und jetzt denkt ihr, ja gut, aber das macht man ja nicht. Sieht ja scheiße aus, wenn man es falsch macht. Sagt ihr, ja. Hat Lego früher trotzdem so gemacht. Sehr, sehr oft. Zum großen Erschüttern von allen. Und deswegen ist es nicht selbstverständlich und ich freue mich drüber, wenn es gut gemacht ist. So. Also jetzt haben wir hier unsere Landebahn für das Ding. Jetzt bauen wir hier noch ein wenig, ich nehme mal an, eine Schrägabsicherung, damit das Ding nicht kippen kann. Das haben wir. Außerordentlich hübsch. Hingesetzt. Und die andere Seite auch noch. Also mittlerweile bin ich schon sehr aufgeregt. Wir sind gleich am Ziel. Wir werden das fertige Modell gemeinsam feiern können. Also ich finde, wir haben einiges heute geleistet. Das darf man auch nicht zu niedrig schätzen. Und ich bin begeistert. So. Ah, hier. Die ist ja bedruckt. Ja, ist ja der Hammer. Das haben wir ja schon anfangs gesehen und ich hatte mich dann noch gewundert, warum da nicht Captain America Shield draufsteht, weil Ach so.
Den muss ich vor mir wegdrehen, ja. Hilft, wenn man es richtig macht. Nee. Halt. Nein. Moment. Halt. So. Die sind falsch rum. Ich dachte gerade, die Anleitung ist ja richtig rum. Sieht genau richtig aus. Erster Versuch. So. Und wir haben den. Wir haben den. Und den. Extra. So. Da, wo kommt der Captain America hin? Der hat keinen Platz auf dem Sockel. Sieht halt ein bisschen doof aus, aber dann wird er halt da so an die Kante gebatscht. Mal was. Was ist denn das für ein Blödsinn? So, und jetzt die Frage, das ist aber schon relativ... der soll da drauf fliegen an der Seite. Der fliegt da. Ja gut, aber das ist ja das, was ich auch gemacht hatte. Ich hatte ihn ja auch da unten reingesetzt, wenn er fliegt. Ah. Sieht ein bisschen scheiße aus. Und jetzt gucke ich. Was machen wir da? Ja, man muss drunter setzen. Ja, das ist ein Setup 18, entschuldige. Ja, wie, das muss ich drunter anfassen? Ich hebe immer die Sachen an der Kante an. Wo ist das rote Ding? Da. Also was mich nervt, ist... seht ihr das? Ich mal gucken, auf welchem Winkel ihr seht. Die gucken raus. Die hier. Hier sind immer wieder welche, die raus... Aber man muss halt mal alles in richtig in die Position bringen. Und seine Friese noch. Es sieht so technischer aus. Also. Ich würde es. Ich finde die Rückseite cooler als die Vorderseite. Aber. Also, was ich. Also, von der Gesamtwirkung finde ich, ist das hier. Die Bautechnik ist das Beste an dem Set. Aber diese Elemente sind einfach viel zu billig gemacht. Die sind nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Und ich hätte gern das Ding in Silber gehabt. Nicht in Blau-Weiß-Rot. Ja. Mir ist doch egal, ob der Schild in der linken oder rechten Hand ist. Wen interessiert denn das? Also hier muss man echt, ich glaube, hier muss man echt nochmal böse gegen kämpfen. Ja, weiß ich.
Also das ist ein Problem. Also das hier ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das stört mich. Ich gehe davon aus, mit MyDeals und so weiter, gutes eBay-Angebot, die haben mir ja häufiger mal so ein 10, 15 Euro Coupon bei 100 Euro über oder irgend so ein Käse, kommt ihr wahrscheinlich auf 100 Euro runter. Bei dem Ding. Für 100 Euro ist es von den Teilen fein. Wenn ihr was mit Blau und Rot anfangen könnt. Also ich meine, weiß mache ich mir keine Sorgen, aber Blau und Rot ist halt doch eher speziell, dass ihr die Wedges in der Masse braucht. Die Unterseite ist gut, also das Graue, Schwarze, das könnt ihr auf jeden Fall für was verbraten. Wenn ihr halt ein Projekt habt, was da gut zu euch passt, dann jo. Aber ansonsten, also das Thema ist, wenn ich auch noch mal gucke, wir haben jetzt 3,5 Stunden gebaut, würde ich sagen, unterm Strich. Wir haben ja schon oft über 200 Euro verbaut an einem Abend. Das ist ja kein Problem. Aber über 3000 Steine in 3,5 Stunden, das ist halt schon fies, gell? Das ist... ich habe ja noch einen alten Zettel, der passt da ganz gut. Nee, der Rest ist viel zu positiv. Also der Stern ist wirklich das, was mich am meisten an dem Ding stört. Jetzt frage ich mich. Da ist auch nichts dran zu ändern, glaube ich. Ich glaube, der will so sein, der soll so sein. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, in Silber wäre es viel busy schöner, das stimmt wohl. Genau. Unterm Strich natürlich. Das machen wir, das ist der Lone Star, Take Me to Texas, genau, George Strait, Gorilla ist schon direkt wieder auf sein Soundboard gebatscht und es geht wieder los. Wir sind durchgekommen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mich dabei begleitet habt und mich unterhalten habt, während ich das Ding zusammengeklöppelt habe. Das Teil kommt in Video und dann kommt es in die Ecke der Schande in der Werkstatt. Auf jeden Fall. Ich habe 5000 Leute gerettet davor. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Es wäre, also bis auf diese Teile, das weiß ich nicht, müsste es alle Elemente problemlos in Flat Silver geben bei anderen Herstellern. Und dann könnt ihr das schon mal aufwerten. Ansonsten vielleicht ein Mock oder einfach sagen, ich hole mir den Schild von einfach einem Modellhersteller. Ja? Gibt es ja genug, ist ja kein Problem. Ich habe ja auch einen dreimal besseren Torhammer bekommen für weniger Geld oder fürs... Moment. Doch, Gorillas, meiner war, glaube ich, genauso teuer wie der von Lego und der war viel besser. Von daher, das ist nichts. Liebe Leute, vielen Dank, liebe Mods, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch eine angenehme Zeit. Vielen Dank für die vielen neuen Kanalmitglieder. Selbst dazu gekommen, dazu gegönnt. Das ist sehr, sehr nett. Ich freue mich, wenn die Runde immer weiter wächst und wir eine schöne Zeit zusammen haben. Nächsten Dienstag streame ich nicht. Habt das bitte auf dem Schirm. Wir kommen erst nächsten Freitag wieder zurück. In der Zeit bin ich nicht live. Es kommen natürlich Videos wie immer und Dinge passieren. Deswegen lieben Dank für die Urlaubswünsche. Wir halten euch per Instagram auf dem Laufenden, was für wichtige Dinge geschehen. Ich freue mich, wenn wir uns dann hier wiedersehen. Vielleicht bin ich dann zwischendurch am Wochenende mal aus der Werkstatt live auf Twitch und hier auf YouTube sehen wir uns genau in 2 Wochen wieder am Dienstag und bauen spannende Dinge. So ist der Spaß. Also, gute Nacht euch. Alles Gute, habt nette Leute um euch und bis bald.